Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute sind einige dabei. Ich habe natürlich eine Präsentation vorbereitet, auf die springe ich am besten auch einmal. Heute ist das Thema Steuern sparen für Selbstständige. Und damit meine ich vor allem Freiberufler und Gewerbetreibende, sprich Einzelunternehmen. Ihr werdet natürlich aus allen Dingen, die ihr da, alles, was ihr hört, könnt ihr natürlich auch anwenden für eure privaten Steuererklärung, also vieles davon auch für die private Steuererklärung, einiges auch für eine GmbH und so weiter. Aber ich konzentriere mich jetzt quasi in den nächsten Minuten auf Solo-Selbstständige, das heißt ja, Freiberufler und Gewerbetreibende. Ich habe ehrlicherweise so ein bisschen so einen catchy Titel gewählt, wie du mit einfachen legalen Steuertipps über 1000 Euro Steuern im Jahr sparst. Wichtig sind die Punkte einfach, legal und in Deutschland. Die Frage habe ich vorhin ein paar Mal bekommen. Ich beziehe mich hier aufs deutsche Steuerrecht. Das heißt, es tut mir leid, erstens für alle Österreicher, die eventuell da sein sollten, aber auch für alle Leute, die jetzt von mir erwartet haben, dass ich ihnen erkläre, wie sie irgendwie komisch eine estnische Gesellschaft gründen, sich in Zypern anmelden und trotzdem noch in München wohnen. Das ist schwierig und genau darauf möchte ich auch nicht eingehen. Ich möchte mich aber einmal noch mal kurz vorstellen. Und zwar bin ich Melchior, das heißt für alle Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melchior. Ich komme aus Berlin, ich bin geboren in Berlin und wohne auch in Berlin. Ich arbeite in Berlin und so weiter. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter und habe Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Ich habe viele Jahre bei KPMG gearbeitet und bei ETL gearbeitet und genau, das sind so die großen Arbeitgeber. Bei KPMG war ich tatsächlich in erster Linie dafür da, geschlossene Immobilienfonds steuerlich zu optimieren. Das heißt, da saß ich dann da, habe eine ganze Reihe an Doppelbesteuerungsabkommen gelesen und habe dann immer versucht, die richtigen Gesellschaften. Wenn der eine norwegische Staatsfonds in Holland, in Amsterdam ein Einkaufscenter kaufen wollte, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das idealerweise auf 25 Länder verteilen, damit sie 1% weniger Steuern zahlen. Diesen Aufwand, den können Selbstständige natürlich nicht betreiben, dass sie sich 25 Stunden jemanden Beratungsaufwand sparen, um dann irgendwie 1% Steuern zu sparen. Geht natürlich nicht, aber es gibt einfache Regeln und genau die schauen wir uns an. Ich bin aber auch selbst, also ich kenne einmal so, ich würde mal sagen, die fachliche Welt. Ich bin aber auch selbst seit 15 Jahren selbstständig. Davon ungefähr die Hälfte Vollzeit selbstständig und die andere Hälfte nebenbei selbstständig. Das heißt 8 Jahre Vollzeit und 7 Jahre angestellt und nebenberuflich selbstständig. Deswegen kenne ich auch die Welt der Selbstständigen im Sinne von, sorry, wenn ich so direkt sage, ich bin nicht nur der Theorie-Klugscheißer, sondern ich musste das alles auch irgendwie in der Praxis mal anwenden. Und meine Frau ist auch selbstständig, deswegen auch da kenne ich das. Aktuell bin ich Kanzleimanager und Ideengeber, Mitgründer der Kontis Steuerberatungsgesellschaft. Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft speziell für Solo-Selbstständige, eine absolut 100% digitale Steuerberatungsgesellschaft. Schauen wir uns einmal an, was wir so vorhaben jetzt. Und zwar ist einmal die Frage, Steuern sparen um jeden Preis. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Steuern sparen bringt nichts, wenn es betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht. Und darauf möchte ich natürlich auch eingehen. Es bringt euch nichts, wenn ihr quasi euren Gewinn auf Null senkt und dadurch keine Steuern spart. Das wäre zwar aus steuerlicher Sicht ein sinnvoller Tipp, betriebswirtschaftlich aber nicht. Und wenn ihr selbstständig seid, kann ich euch den Tipp ehrlicherweise so nicht geben. Ich möchte noch so ein paar Basic-Steuertipps quasi einfach mal mitgeben. So, ich würde mal sagen, das Grundverständnis für Steuersystem in Deutschland, welche Arten, welche Klassen, welche, ich nenne es immer für mich persönlich gerne so Level der Steueroptimierung es gibt und wann auch was Sinn macht. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade gründest, im Gründungsjahr irgendwie 25.000, 30.000 Euro Gewinn machst oder Umsatz machst und dann das ist noch nicht Gewinn, du bist Kleinunternehmer, dann ergibt halt nicht alles Sinn. Das heißt, es gibt nicht jeder Tipp, den ich heute vielleicht mit euch teile, ergibt für jeden von euch Sinn. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Und deswegen ist das ganze Webinar so ein bisschen wie so ein Steigerungslauf aufgebaut. Das heißt, ich fange an mit so Basic-Tipps und versuche dann gegen Ende für jeden doch noch was dabei zu haben. Für diejenigen, die jetzt gerade gründen, sollte gerade der Anfang interessant sein. Dann geht es um das ganze Setup des Unternehmens. Das heißt, wie gründest du eigentlich, was ist deine Rechtsform? Das muss man eventuell auch laufend noch mal wieder hinterfragen und überlegen, ob das noch so sinnvoll ist. Dann gibt es so ein paar Dinge, die alltägliche Optimierung sind, das heißt, es veränderst du jetzt nicht grundsätzlich dein gesamtes Unternehmen, aber so ein paar Tricks und Kniffe aus dem Alltag, die ich euch mitgeben würde.
Und der wirklich der High-End-Stuff, der ist dann ganz am Ende mit der Steuergestaltung. Und zwar möchte ich nämlich direkt einsteigen. Und zwar mit der Frage, wann ergibt Steuern sparen eigentlich Sinn? Und zwar das ganze Thema, wann zahlst du am wenigsten Steuern? Das heißt, wenn ich jetzt als, ich würde mal sagen, als mein oberstes Ziel nehme, Steuern zu sparen, dann kann ich euch nur als Tipp geben, verdient halt einfach nichts. Gebt nichts aus, verdient nichts, macht nichts und ihr zahlt keine Steuern. Das ist natürlich nicht euer Interesse und kann ich euch auch nicht wirklich raten. Das kann ich euch aus, ich würde mal sagen, Steueroptimierungssicht muss ich euch das quasi raten, verdient halt einfach nichts. Sollte für euch aber immer Prio 2 sein. Deswegen Steuern sparen ist, sollte grundsätzlich immer nur Priorität Nummer 2 sein. Es ist in Deutschland so ein bisschen Volkssport geworden, zu sagen, Steuern sparen und jeden Cent noch rauszuholen und so, das ergibt nicht wirklich Sinn. Und was auch Wissen ist, also was auch wichtig zu verstehen ist, Steueroptimierung hat seinen Preis, immer irgendwie seinen Preis. Und zwar musst du einmal berücksichtigen deine Steuersparnis, das heißt, wie viel kannst du tatsächlich sparen durch das, was du tust. Der zweite Punkt ist, wie viel Arbeit musst du da reinstecken. Manchmal gibt es Tipps oder Dinge, die kannst du zwar tun, die sind aber sehr viel, ist ein hoher Arbeitsaufwand. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder machst du es selber, dann arbeitest du aber in dieser Zeit und verdienst halt in der Zeit nichts. Und dann musst du dich die Frage stellen, ist das überhaupt effizient, das gerade zu tun? Oder du musst einen Steuerberater dafür bezahlen, diesen Tipp zu nutzen. Und dann kostet der Steuerberater am Ende mehr als das, was du sparst. Auch das ist doof. Und Risiko ist auch immer ein Element, weil es gibt schon Steuerschlupflöcher. Also es gibt auch ein paar einfach ganz legale Tipps, die genauso auch vorgesehen sind, die einfach nicht jeder kennt. Aber natürlich kann man Steuern optimieren. Natürlich kann man irgendwie auch internationale Firmenkonstrukte und so ein Zeugs haben. Ihr lauft aber in gewisser Weise auch immer in Gefahr, dass sich bestimmte Gesetze verändern. Und wenn ihr jetzt wirklich der letzte Fuchs seid und versucht, das zu optimieren und den letzten Tipp und Trick quasi rauszuholen, dann lauft ihr ein gewisses Risiko. Da spreche ich nicht jetzt Risiko, irgendwas Illegales zu machen, sondern es geht mir tatsächlich einfach um das Risiko, am Ende eventuell dazustehen und da gibt es eine Gesetzesänderung und ihr müsst euch halt immer auch auf dem Laufenden halten. Und je einfacher ihr das habt, desto weniger müsst ihr eigentlich auf dem Laufenden bleiben. Deswegen ist für euch immer die Frage, lohnt es sich für mich gerade? Es ist einmal, es gibt einen Steuertipp, aber nicht alles, was dir Steuern spart, muss auch Sinn ergeben, weil es vielleicht mit einem hohen Aufwand und einem hohen Risiko verbunden ist. Das ist jetzt erstmal einigermaßen trivial, ist mir aber wichtig, weil hier sind jetzt auch ein paar Leute, die gerade gründen und so weiter. Ich möchte euch jetzt nicht dazu anleiern und verführen, jetzt jeden Quatsch, den ich euch erzähle, also inhaltlich kein Quatsch, aber jeden Tipp auf Teufel komm raus, unbedingt im Gründungsjahr schon durchzudrücken. Das bitte nicht. Versucht gerade am Anfang erstmal klare Systeme, klare Strukturen zu schaffen, versucht erstmal Geld zu verdienen und wenn ihr dann viele Steuern spart, dann kann man auch viele Steuern, also zahlt, dann könnt ihr auch viele Steuern sparen. Wenn ihr am Anfang erstmal euer Business ins Laufen bringt, ins Laufen bringen müsst, dann macht erstmal das bitte. Ein absoluter Grundaussage ist eigentlich relativ logisch, aber ich möchte es trotzdem noch einmal wiederholen, ist das ganze Thema Kosten. Die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer und so weiter, das heißt die Hauptsteuerbelastung, die ihr habt als Selbstständige, bezieht sich immer auf den Gewinn. Und das ist ganz wichtig, das heißt, je mehr Kosten ihr ansetzen könnt, desto weniger bleibt vom Gewinn quasi übrig. Das heißt, je mehr Kosten ihr, also gegeben eines Standards von Umsatz, desto mehr Kosten habt ihr, desto weniger, also je mehr Kosten ihr habt, desto weniger Gewinn habt ihr und je weniger Gewinn ihr macht, desto weniger Steuern zahlt ihr. Hier ist auch ein ganz wichtiger Punkt, daran erkennen immer Steuerfachmenschen, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Einnahmen und Einkommen oder Einkünften. Und zwar Einnahmen ist immer der Umsatz, das heißt Einnahmen ist immer das, was oben reinkommt und Einkünfte ist das, was unten rauskommt, das heißt nach allen Kosten. Und das erkennt man eigentlich auch ein bisschen daran, es heißt halt Einkommensteuer und nicht Einnahmensteuer. Deswegen, ihr dürft alle Kosten vorher absetzen und deswegen beschäftigen wir uns natürlich eine ganze Weile mit dem Thema, was könnt ihr alles an Kosten absetzen. Und zwar, seht ihr, wenn ihr einen Steuerbescheid bekommt, seht ihr das. Und zwar seht ihr quasi die Auflistung eurer Einkünfte. Hier jetzt in dem Fall Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sprich aus freiberuflicher Tätigkeit und dann steht halt 110.000 Euro und so weiter. Hier steht halt schon Einkünfte, das heißt, hier steht schon der Gewinn. Das heißt,
das größte Potenzial habt ihr als Selbstständige quasi vor dem Steuerbescheid. Das seht ihr gar nicht auf eurem Steuerbescheid. Natürlich könnt ihr auch Dinge in eurer Steuererklärung ansetzen, indem ihr, keine Ahnung, eure Krankheitskosten ansetzt, indem ihr Sonderausgaben erhöht, Altersvorsorge zahlt, indem ihr haushaltsnahe Dienstleistungen absetzt. So dieses, ich würde mal sagen, alle Tipps, die man in so einem klassischen Steuerratgeber lesen kann, der auch für Angestellte ist, da lest ihr insbesondere Dinge, die ihr in eurer Einkommensteuererklärung berücksichtigen könnt. Für euch als Selbstständige habt ihr aber den großen Hebel außerhalb dieses Steuerbescheids, weil hier schon Einkünfte steht. Das heißt, ihr habt ganz viele Kosten, die ihr vorher ansetzen könnt. So, und jetzt genug Intro und Rahmen gesetzt. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, was ihr eigentlich alles absetzen könnt. Und zwar fangen wir einfach mit den größten Posten an. Das werden die allermeisten von euch wissen, aber vielleicht noch nicht ganz im Detail. Und zwar den Betriebsausgaben. Und die Betriebsausgaben sind alle Kosten, alle Sachen, die ihr absetzen könnt. Das heißt, alle Kosten, die ihr in eurer Buchhaltung berücksichtigen könnt. Ich habe grundsätzlich zu dem Thema Betriebsausgaben auch nochmal ein separates Video auf diesem Kanal aufgenommen. Das könnt ihr euch gerne anschauen, da vertiefe ich das ganze Thema noch mal so ein bisschen. Vielleicht kann Marie, kannst du auch einfach den Link einmal reinposten in den Kommentar. Bitte noch nicht selbst drauf klicken. Ich mag das eigentlich ganz gern, nicht vor alleine zu reden. Deswegen könnt ihr euch gerne später anschauen. Aber grundsätzlich könnt ihr natürlich alle Kosten absetzen. Und zwar alle Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit euren Einnahmen stehen, sprich mit euren Umsätzen. Also das ist eure Verantwortung, was ihr absetzen könnt. Und zwar müssen diese Kosten im Zusammenhang stehen mit euren heutigen Einnahmen, das heißt, das, was ihr heute an Umsatz macht, was ihr vielleicht in der Vergangenheit an Umsatz gemacht habt oder auch potenziell in Zukunft an Umsatz macht. Das heißt, wenn ihr beispielsweise Fortbildungskosten habt oder für die Leute, die jetzt gerade gründen, wenn ihr jetzt schon Kosten habt, weil ihr euch mit Leuten trefft, weil ihr irgendwelche Tools schon buchen müsst, weil ihr Anschaffungen habt und irgendwie in Vorleistung, Produktionsleistung oder Arbeitsleistung gehen muss, bevor überhaupt Umsätze laufen. Diese Kosten, die liegen ja quasi im Zusammenhang mit zukünftigen Einnahmen und die könnt ihr schon 100% als Betriebsausgabe geltend machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und auch so Fortbildungskosten. Das heißt, wenn ihr auch was tut und ihr wollt euch umorientieren oder jetzt auch mit Corona wollt euch digitalisieren und ihr wisst noch gar nicht, also ihr habt eine Idee, wie ihr in Zukunft Geld verdienen könnt, ihr wisst aber noch nicht, ob ihr das tatsächlich auch könnt in Zukunft damit Geld verdienen, könnt ihr trotzdem alle Kosten absetzen. Weil ganz wichtig, und da gibt es so zwei unterschiedliche Formen der Menschen. Die einen sind immer sehr, sehr zaghaft mit Dingen absetzen und andere sind sehr, sehr aggressiv und setzen alles ab, was nur irgendwie geht. Mir ist aber wichtig, dass jedem von euch bewusst ist, das Finanzamt, ich sage mal ganz gerne, das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei. Das sind nicht diejenigen, die hinter dir herlaufen dürfen und sagen, ah, die Kosten durftest du nicht, die durftest du nicht und die durftest du nicht. Also es ist eure unternehmerische Verantwortung und euer unternehmerisches Handeln zu entscheiden, welche Kosten ihr braucht, um quasi eure Umsätze und auch eure zukünftigen Umsätze zu erzielen. Das Finanzamt ist keine allgemeine Unternehmerpolizei. Das Finanzamt ist nur dafür da, quasi die tatsächlichen Tatsachen, denn dass die richtig versteuert werden. Dafür ist das Finanzamt da und deswegen bitte nicht zu viel Angst vom Finanzamt haben. Nur so als Beispiel, was können da für Kosten anfallen? Natürlich Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Internetkosten, euer Geschäftskonto, Beiträge zu Berufsverbänden, Seminare, Fachliteratur, Fahrtkosten, Kfz-Kosten, Werbungskosten, Werbekosten, ganz wichtig, betriebliche Versicherung und so weiter. Das sind so die Dinge, die ihr absetzen könnt. Aber es gibt halt auch ganz berufsspezifische Kosten, die du quasi nur hast, wenn du deine Berufstätigkeit hast. Ich gebe euch gerne mal zwei, drei Beispiele, einfach um zu zeigen, was ihr quasi alles auch als Geschäftskosten in eurer Buchhaltung absetzen könnt. Und zwar einmal geht es um quasi einen Bekannten von mir, damals, früher, der hatte tatsächlich relativ struggled und da war ich auch involviert. Ich kannte die ganze Geschichte, ich fand das wahnsinnig spannend. Der hat den Traumjob gehabt, den ich immer haben möchte und haben wollen würde. Also mein absoluter Traumjob. Er war Berater für Kinoketten. Das heißt, der hat entschieden, in welche Kinos quasi welche Filme kommen. Das heißt, er hat sich immer Filme angeguckt und war dann Berater für Kinoketten, um quasi das Filmprogramm zusammenzusetzen. Und war da so an der Schnittstelle zwischen Kinobetreiber und Filmverleiher und Produktionsstudios. Und
Ja, für den Job ist er einmal um die Welt gejettet, war natürlich irgendwie bei den Oscar-Verleihungen, war auf Filmfestspiele in Cannes und so überall, wo man so die Leute kennenlernt, wo man auch ganz früh Filme kennenlernen kann. Das hat er alles gemacht. Natürlich alles geschäftliche Reisen. Natürlich wurde er da ausführlich willkommen geheißen und bewirtet und so weiter. Und jetzt ging es darum, dass er ein Arbeitszimmer einrichten wollte. Und wie sieht wohl ein Arbeitszimmer für so eine Person aus, damit er seinen Job idealerweise machen kann? Naja, muss einem Kino nachempfunden sein. Das heißt, große Leinwand und Beamer und Kinosessel und Dolby Surround-Anlage, das ist sein ideales Arbeitszimmer. Weil wenn er einen Film guckt, muss er ja das Kinogefühl haben. Er muss ja entscheiden können, okay, das wirkt in einem Kinosaal. Er hat sich jetzt keinen Kinosaal als Arbeitszimmer eingerichtet, aber es war halt ein Fernsehzimmer, also ein Filmzimmer. Und diese Kosten wollte er als seinen Arbeitsplatz, als seinen Arbeitsplatz zu Hause komplett absetzen. Also mit Beamer, Leinwand, Dolby Surround und all das ganze Theater. Wollte er absetzen. Finanzamt hat gesagt, kannst du vergessen, das ist ja niemals betrieblich. Und dann ging es ewig hin und her, also wirklich ewig hin und her. Der hat das nochmal eine Auflistung gemacht, wie es ausgestattet ist, hat seinen Job nochmal beschrieben und so weiter. Finanzamt gesagt, nee, dann haben wir Fotos hingeschickt. Finanzamt haben immer noch gesagt, nee, das Finanzamt wollte vorbeikommen und sich das anschauen. Haben sie dann am Ende nicht gemacht. Und tatsächlich ging das so weit, bis es kurz davor stand, so zu eskalieren und zu sagen, okay, dann gehen wir halt vor Gericht und lassen das Finanzgericht entscheiden. Und dann ist das Finanzamt eingeknickt und hat gesagt, okay, normalerweise würden wir jetzt eine Beamer, Leinwand, Dolby Surround-Anlage und fetten Sessel und so würden wir nicht als Arbeitszimmer anerkennen. Aber in deinem Fall schon, weil du brauchst das für deinen Job. Und es ist sein unternehmerisches Risiko, das so zu machen. Das ist so als Beispiel einmal. Ein anderes Beispiel ist meine Mama. Das heißt, hallo liebe Mama, wenn du jemals zuguckst oder wenn du die Aufzeichnung jemals guckst, meine Mama ist selbstständige Hebamme. Das heißt, falls irgendjemand mal aus Schleswig-Holstein ist, in der Nähe von Lübeck und so weiter, meine Mama hat Geburtshaus Lübeck, ist quasi da Hebamme und sie ist daran irgendwie mit beteiligt und macht da ihre Dinge. Und die ist natürlich viel unterwegs. Die macht auch so Hausbesuche, Hausgeburten und solche Sachen. Das ist halt so der Job von meiner Mama. Und was hat sie für Kosten? Natürlich so Bürosachen, so das Equipment, was man halt hat. Und viel Kfz. Also sie reist viel und hat da die ganzen Kosten, die sie absetzen kann. Was sie aber auch macht, ist halt Vorbereitungskurse. Und da gibt es Entspannungsübungen, immer. Und da kauft sie sich regelmäßig Musik und hat auch einen Spotify-Account und benutzt das halt und so weiter. Und zum Beispiel, Spotify schließt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen aus, dass man es betrieblich nutzen darf. Natürlich hat es auch ein paar mehr Regeln, so mit GEMA und sowas, aber klammern wir das mal aus und nehmen mal an, das ist alles quasi geregelt. Und selbstverständlich darf sie diese Musik und auch ihren Spotify-Account und solche Sachen darf sie natürlich als Geschäftsausgabe ansetzen. Das Einzige, was das Finanzamt in so einem Fall nicht machen darf, also was das Finanzamt machen darf, ist, dass es sagt, naja, ich glaube dir nicht, dass du 100% von deinem Spotify-Account tatsächlich betrieblich nutzt. Weil wir gehen davon aus, dass du das auch privat hörst und nutzt, diesen Account. Und das dürfen sie. Die dürfen anzweifeln und sagen, naja, ist es ja jetzt nicht 100% betrieblich, du nutzt es ja auch privat, deswegen teil das mal auf. Und dann wird das geschätzt. Und dann muss meine Mama hingehen und sagen, okay, ich schätze das jetzt einfach mal und setze einen realistisch geschätzten Anteil an. Bei ihr jetzt, ich weiß nicht mehr, was 50%, aber ungefähr 50%, dann setzen wir halt 50% der Kosten an. Sind jetzt auch nicht brutal viele Kosten, aber auch von den Musik und auch CDs, die sie kauft und sowas, darf sie natürlich einige immer ansetzen in der Buchhaltung, wenn sie die ganz normal für ihre selbstständige Tätigkeit gemacht hat. Und das sind so Sachen, das dürfte jetzt nicht jeder, aber sie braucht das für ihre Arbeit. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, nur weil Spotify das in den AGB ausschließt, sie verstößt damit gegen Spotify-AGB, aber das deutsche Steuerrecht ist ja was ganz anderes. Natürlich kann sie es, wenn sie es betrieblich nutzt, kann sie das natürlich in der Buchhaltung geltend machen. Und das gilt auch für euch. Ihr dürft natürlich Kosten, die ihr habt, geltend machen. Wenn das Finanzamt hingeht, und das ist halt manchmal so, dass man Dinge sowohl privat als auch geschäftlich nutzt. Ganz häufig ist der Handyvertrag. Das heißt, wenn ihr einen Handyvertrag habt und ihr sowohl privat als auch geschäftlich nutzt, schätzt euren betrieblichen Teil. Wenn es dann 70% sind geschäftlich, dann setzt ihr 70% der Kosten an und dürft auch übrigens 70% von der Umsatzsteuer ziehen. Für euer Internetvertrag zu Hause, letztes Jahr Corona, dieses Jahr Corona, ihr arbeitet die ganze Zeit zu Hause und benutzt euren Internetvertrag zu Hause zu 80% eigentlich für die Arbeit. Ja, um Himmels Willen,
dann setzt bitte 80% der Kosten ab und holt euch 80% der Vorsteuer wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Einzige, was das Finanzamt wirklich sagen darf, ist sagen, ah, wir glauben dir nicht, dass das 100% geschäftlich ist. Ja, dann mach halt eine Schätzung und dann machst du das quasi und dann setzt du die Kosten anteilig an. Nächster Punkt, und zwar das ganze Thema Freiberuflichkeit und Gewerbebetrieb. Und zwar bist du, wenn, oder seid ihr, wenn ihr selbstständig seid, meldet ihr euch entweder als Freiberufler an oder als Gewerbetreibende. Und die Freiberuflichkeit, an die sind bestimmte Bedingungen geknüpft. Das ist alles im Einkommensteuergesetz geregelt und erkläre ich auch nochmal ausführlich in dem Video, was ich verlinke. Und grundsätzlich zahlen Freiberufler keine Gewerbesteuer. Das heißt, deswegen ist es grundsätzlich interessant, wenn ihr so zwischen beidem seid oder euch nicht sicher seid oder vielleicht euch als Gewerbebetrieb angemeldet habt, aber eigentlich freiberuflich tätig seid, dass ihr diesen Status umändert. Das ergibt Sinn, weil ihr müsst eine Steuererklärung weniger machen und ihr zahlt keine Gewerbesteuer. Was aber wichtig ist für diejenigen, die Gewerbesteuer zahlen, keinen Stress machen, weil das sehe ich immer, dass das kann echt ein Problem sein, wenn ihr eigentlich gewerblich Tätigkeit seid, euch aber einfach als Freiberufler anmeldet und so tut, als ob. Das kann tatsächlich ins Auge gehen, weil ihr könnt als Gewerbetreibender könnt ihr die Gewerbesteuer in eurer Einkommensteuererklärung geltend machen. Und das ist sehr simpel gesagt, grob vereinfacht, wenn ein Freiberufler 30.000 Euro Einkommensteuer zahlt, zahlt ein Gewerbetreibender 15 Euro Einkommensteuer und 15.000 Euro Gewerbesteuer. Das heißt, das ist mehr oder weniger steuerliche Belastung, ist sehr vergleichbar. Und deswegen würde ich dringend dazu abraten, Gewerbetreibender zu sein, weil es gibt eine einzige Konstellation, die kann echt wehtun. Und zwar, wenn ihr die ganze Zeit sagt, dass ihr Freiberufler seid, aber eigentlich gewerblich Tätigkeit seid und irgendwann kommt das Finanzamt nach 5 Jahren, 10 Jahren und sagt, naja, du bist seit 10 Jahren eigentlich ja die ganze Zeit Gewerbetreibender und jetzt uns fehlen 10 Jahre Gewerbesteuererklärung, dann müsst ihr die alle Gewerbesteuererklärungen nachreichen und müsst die ganze Gewerbesteuer zahlen, aber dann sind eure Einkommensteuererklärungen ja schon gemacht. Das ist die einzige Konstellation, wo das wirklich wehtun kann, weil dann kannst du die Gewerbesteuer von den 10 Jahren halt nicht mehr in diesen 10 Jahren geltend machen, weil die Einkommensteuerbescheide, die sind dann nicht offen, nur weil die Gewerbesteuer fehlen. Das heißt, das darfst du dann nicht ansetzen. Deswegen an diesem Punkt, weil ich das auch ganz, ganz, ganz häufig, deswegen habe ich das auch dieses separate Video aufgenommen, würde ich ganz dringend dazu raten, versucht das realistisch einzuschätzen. Ich bekomme das aber auch relativ häufig mit, dass Leute sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Das heißt, wenn du unterrichtende, künstlerische Tätigkeit hast, wissenschaftliche Tätigkeit, so in diesem Bereich aktiv bist, dann solltest du wirklich überlegen, ob du nicht Freiberufler bist und diesen Status auch ändert. Und ihr könnt das auch einfach ändern. Das heißt, wenn sich der Schwerpunkt eurer Tätigkeit im Laufe eurer Selbstständigkeit ändert, ändert auch den Status. So, und jetzt ein Punkt für die Gründer. Ein anderer Punkt, auf den ich einmal einsteigen möchte. Das ist insbesondere für diejenigen, die gerade gründen und die das nutzen. Vielleicht kann da einmal jemand reinschreiben, Kleinunternehmerregelung, ja, nein, vielleicht nehmt ihr sie in Anspruch. Um euch da vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, die Kleinunternehmerregelung ist quasi für Leute, die wenig Umsatz machen. Eigentlich kann man sich merken, wenn ihr dauerhaft unter 22.000 Euro Jahresumsatz macht mit eurer Selbstständigkeit, dann könnt ihr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und der Vorteil ist, ihr zahlt dann keine Umsatzsteuer. Es gibt noch ein bisschen andere Regelungen, das heißt, wenn ihr ihr müsst immer im letzten Jahr unter 22.000 sein und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 liegen. Dann könnt ihr die Kleinunternehmer sein, weil du zahlst dann zwar keine Umsatzsteuer, aber du kannst auch nicht die Vorsteuer geltend machen. Und das kann in einigen Geschäftsmodellen echt schmerzhaft sein und ihr verliert echt viel, 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 viel Geld. Um euch ganz groben Kontext zu geben und vielleicht auch ein Beispiel, also ein Mandant bei uns ist Anfang des Jahres zu uns gekommen, ein Mandant, der ist Kleinunternehmer gewesen, hat einen Hauptjob gemacht und hat es nebenberuflich gemacht und hat gesagt so, naja, im Nebenberuf werde ich nie mehr als 22.000 Euro verdienen und ist doch alles gut, Kleinunternehmerregelung, muss ich keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, muss keine Umsatzsteuer zahlen, kann ja nur gut sein. Problematisch ist, dass er halt bei den Kosten, die er hat in seiner Selbstständigkeit, denn diese Umsatzsteuer nicht geltend machen kann. Das heißt, wenn er sich hier so ein Laptop, so ein MacBook kauft,
dann, keine Ahnung, zahlst du insgesamt 1190 Euro. Davon sind aber nur 1000 Euro die Anschaffungskosten und 190 Euro die Umsatzsteuer. Regelbesteuerer, das heißt jeder, der ganz normal die Umsatzsteuer abführt, der kann sich die 190 Euro, die in dem Kaufpreis drin sind, kann sich die vom Finanzamt wiederholen. Und der kriegt tatsächlich die Steuern auch erstattet. Das heißt, wenn du mehr Ausgaben, also mehr Umsatzsteuer an deine Lieferanten und für deine Einkäufe, deine Investitionen, mehr Umsatzsteuer gezahlt hast, dann kriegst du tatsächlich die Umsatzsteuer wieder. Das ist insbesondere bei Gründern, die am Anfang Verluste machen, häufig der Fall. Aber auch, wenn du steuerfreie Leistungen hast, dann kann das tatsächlich so sein. Und der Mandant, von dem ich spreche, der hat in erster Linie Einnahmen gehabt, der hat so Webseiten gemacht und hat so Affiliate-Einnahmen gehabt. Das heißt, der von Google und Amazon und so sein Geld verdient. Und Amazon sitzt in Luxemburg, Google sitzt in Irland. Das heißt, er hat seine ganzen Einnahmen gehabt aus dem EU-Ausland. Das heißt, die waren alle steuerfrei. Oder hat zumindest keine Umsatzsteuer darauf und hat die ganzen Kosten aber Umsatzsteuer gezahlt. Das heißt, der hätte einfach jeden Monat bzw. jedes Quartal Geld wiederbekommen. Und der hat sich aber einfach nur gedacht, naja, Kleinunternehmerregelung macht man halt so, wenn man gründet, mache ich mal, dann habe ich keinen Struggle damit. Der hat pro Jahr ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro Umsatzsteuer, Vorsteuerbeträge, das heißt die Umsatzsteuer, die er an seine Lieferanten, an seine Dienstleister für seine Anschaffung gezahlt hat, hat er verloren. Und deswegen dringend für alle Leute, die Kleinunternehmer sind oder gerade gründen, überlegt euch, ob wirklich die Kleinunternehmerregelung für euch sinnvoll ist. Ich sehe das sehr häufig, dass Leute davon ausgehen, dass das pauschal besser ist. Kann ich so nicht bestätigen. Dazu kommen wir zu einem nächsten Punkt. Das sind so ein paar Punkte, also vielleicht zum Kontext, woher ich so diese Punkte habe, über die ich heute mit euch rede. Und zwar sind das Dinge, die wir einfach bei unseren Mandanten sehen, dass die häufig nicht klar sind und sowas. Wir haben einige hundert Mandanten und das sind so die häufigsten Themen, wo ich sage, da gibt es immer mal wieder einen Irrglaube, das ist nicht so bekannt und sowas. Ich würde mal sagen, wenn ihr unterwegs seid, regelmäßig, das heißt, ja, wenn ihr einfach Kundentermine habt, das heißt, wenn ihr zum Kunden fahrt. Wir haben zum Beispiel Moderatoren und Berater, die das machen. Wir haben ganz häufig auch so Trainer, die so Workshops machen oder einen Speaker oder meine Frau zum Beispiel, die hat mal so eine Workshop-Tour gemacht. Das heißt, die ist mal hingegangen, hat so Seminare gegeben und so weiter. Das heißt, die war unterwegs. Am Ende ist auch wurscht, wo du bist. Also auch wenn du auf dem Bau arbeitest und regelmäßig auf einer Baustelle bist. Du darfst grundsätzlich deine eigene Verpflegung darfst du nicht als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, du darfst alle Kosten, die im Zusammenhang mit deinen Einnahmen sind, darfst du absetzen. Das gilt nicht für die Lebensmittel, weil deine Lebensmittel haben nicht in erster Linie mit deiner beruflichen Tätigkeit zu tun, sondern du isst halt, um zu überleben. sonst hört das Herz irgendwann auf zu schlagen. Wenn du aber außer Haus bist, und zwar länger als 8 Stunden, dann darfst du Kosten für deine persönliche eigene Verpflegung absetzen. Und zwar ohne, dass du irgendwas dokumentieren musst. Also dokumentieren schon, aber ohne, dass du Belege sammeln musst. Deswegen ist es vollkommen egal, ob du an der Currywurstbude, an der Tankstelle, in der Bäckerei oder im 5-Sterne-Hotel an der Bar dich verpflegst. Vollkommen egal. Du darfst die tatsächlichen Kosten nicht absetzen. Ausnahme ist, du hast ein Geschäftsessen, das heißt, du hast Bewirtungskosten mit anderen einfach mit anderen Unternehmern, mit Kunden, mit Partnern, wie auch immer. Und das ist eine Bewirtungsleistung. Das ist aber, da geht es dann mehr um die Geschäftsanbahnung, die Projektbesprechung und solche Sachen. Das kannst du absetzen. Bewirtungskosten sind davon ausgenommen. Aber deine eigene private, persönliche Verpflegung, das heißt, wenn du alleine isst, darfst du es eigentlich nicht absetzen. Was du aber darfst, ist für Dienstreisen, und zwar, wenn du quasi das Haus verlässt und dann weg bist, bis du wiederkommst, wenn das über 8 Stunden ist, darfst du 14 Euro pro Tag als Kosten in deiner Buchhaltung, das heißt als Geschäftsausgaben, einbuchen. Und da machst du idealerweise, also ich empfehle dir, mach eine Excel-Tabelle, machst du deinen Kalender, wenn dein Kalender so gepflegt ist wie meiner. Ich versuche mal alles anhand meines Kalenders zu rekonstruieren, weil ich lebe gefühlt immer nach meinem Kalender und da steht alles drin. Und du kannst für jeden Tag, an dem du mehr als 8 Stunden quasi weg warst von zu Hause, darfst du 14 Euro ansetzen. Natürlich gibt es dann auch, ich nehme meine Frau als Beispiel, die hat einen 2 Tage Workshop gehabt, die hat einen Anreisetag gehabt und war dann da 6 Stunden unterwegs, dann war sie den gesamten Freitag und den gesamten Samstag unterwegs und ist dann am Sonntagnachmittag irgendwann nach Hause gekommen. Und sie dafür jeden Tag, der quasi, in dem sie 24 Stunden, ist auch, auch,
dieses Vorzeichen ist hervorragend. Mehr als 24 Stunden. Es gibt, ist natürlich nicht mehr als 24 Stunden, sondern 24 Stunden. Das heißt, wenn du da 24 Stunden weg bist, dann darfst du an diesem Tag 28 Euro als Geschäftsausgabe absetzen. Wenn du im Ausland unterwegs bist, dann gelten da andere Pauschbeträge. Das wird den Rahmen extrem sprengen hier. Wenn das der Fall ist und du das noch nicht absetzt, dann google einfach mal Verpflegungsmehraufwand, Pauschalen und dann das entsprechende Land, weil das ist in jedem Land unterschiedlich. Wenn in Polen, Dänemark, Österreich, Frankreich, wie auch immer, gibt es unterschiedliche Pauschalen. Google die einfach. Wichtig wäre aber, leg dir unbedingt so eine Excel-Liste an oder andere Tabelle und so weiter und schreib immer rein, wann du los bist und wann du wiedergekommen bist, wie viele Stunden dazwischen lagen und liste das auf. Gib das einfach in deiner Buchhaltung ein. Das reicht auch einmal im Jahr, weil du hast da keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, es ist für die Umsatzsteuervoranmeldung irrelevant, aber du solltest es unbedingt einmal im Jahr, wenn du deine Steuererklärung machst, unbedingt machen. Wenn du Steuererklärung für letztes Jahr noch nicht gemacht hast, mach das auch noch für letztes Jahr mit. Kannst du unbedingt berücksichtigen. Sehe ich bei wahnsinnig vielen Leuten, dass das nicht gemacht wird. Ich habe gesagt, ich frage dann gleich was. Ich habe gesagt, ich gehe nachher auf die Fragen ein. Aber tatsächlich, Koala schreibt fragt eine sehr, sehr gute Frage. Das heißt, wenn ich beim Kunden das ganze Jahr vor Ort bin, bin ich dann auch jeden Tag das 14 Euro ansetzt. Es gibt Grenzen. Das heißt, wenn du ganz viele Monate immer da bist und immer sonst irgendwas, google das. Also dazu haben wir tatsächlich auch schon mal ein Video abgedreht. Das ist noch nicht online. Deswegen kann Marie dir noch nicht den Link schicken. Aber Verpflegungsmehraufwand ist, wenn du über einen ganz langen Zeitraum immer beim Kunden bist, dann wird das irgendwann quasi unterbrochen. Da gibt es besondere Regelungen, wenn du tatsächlich immer am gleichen Ort bist. Wir haben aber zum Beispiel auch einen Mandant, der als Berater immer rumfährt. Der hat zwei ganz große Kunden, der einfach ganz viele Niederlassungen hat und der ist immer in unterschiedlichen Niederlassungen. Gilt das jetzt nicht. Aber da gibt es Limitierungen, wenn du immer die gleiche Auswärtstätigkeit hast, über Monate hinweg. Da gibt es noch eine Special-Regel, sprengt so ein bisschen den Rahmen, ist aber... Gibt es eine Regel, kommt auch sehr zeitnah, ich weiß noch nicht genau wann, übernächste Woche wahrscheinlich nochmal ein separates Video, wo ich da im Detail auch nochmal eingehe, auf diesen Kanal. Wenn du sagst, oh Mensch, was erzählt denn der Melcher da? ich bin ja gar nie unterwegs, kann ich gar nicht absetzen. Dann wirst du, wenn du nicht unterwegs bist, dann wirst du wahrscheinlich zu Hause sein und zu Hause arbeiten. Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du kannst auch dein Homeoffice absetzen, natürlich. Und zwar als Betriebsausgabe. Und zwar gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar einmal, wenn dein Homeoffice der absolute Mittelpunkt deiner Arbeit ist. Das heißt, wenn zu Hause in deinem Arbeitsplatz die Magie passiert und du hast ein separates Zimmer, in dem du arbeitest. Beispielsweise 100 Quadratmeter Wohnung, du hast ein 25 Quadratmeter Zimmer und das ist ein Arbeitszimmer. Und das nutzt du quasi nur so für die Arbeit. Da steht ein Schreibtisch drin, da steht ein Computer drin und da arbeitest du. Dann kannst du 25 Quadratmeter von 100 Quadratmeter kannst du 25% von deiner Miete, von deinen Nebenkosten und von all diesen Kosten kannst du 25% absetzen. Und zwar jeden Monat. Also, und du kannst auch von den Nebenkosten, Strom, Gas, Wasser und so weiter, sind ja teilweise Umsatzsteuerbeträge drin. Auch diese Umsatzsteuerbeträge kannst du dann in deiner Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer geltend machen. Natürlich nicht, wenn du Kleinunternehmer bist. Deswegen, Kleinunternehmer haben diesen Vorteil nicht. Und auch die Einrichtung. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob du ein separates Arbeitszimmer hast, so einen Schreibtisch und einen Computer und einen Bürostuhl und einen Drucker. Und diese Dinge, die du sowieso brauchst zum Arbeiten und die du in erster Linie zur Arbeit nutzt, die darfst du vollkommen 100% einfach absetzen. Das heißt, die ganze Einrichtung darfst du vollständig absetzen. Wenn du jetzt sagst, du hast zu Hause zwar auch einen Arbeitsplatz, das ist aber... Also du hast den Schwerpunkt deiner Tätigkeit, das heißt, der Mittelpunkt deiner Arbeit ist eigentlich woanders. Beispielsweise, du bist selbstständiger Immobilienmakler und bist halt rum in den Objekten und präsentierst die Objekte. Und da ist dein Mittelpunkt deiner Arbeit ja nicht in deinem Homeoffice, sondern halt in den Objekten. Dann ist dieser Betrag, den du absetzen kannst, leider auf 1250 Euro gedeckelt. Aber da reden wir über die Miete und solche Sachen. Da kannst du deinen Bürostuhl trotzdem noch absetzen. Da kannst du auch das Regal absetzen, wo du deine ganze Geschäftsliteratur, die Fachliteratur hinstellst, kannst du auch trotzdem absetzen. Jetzt hatten wir letztes Jahr und dieses Jahr natürlich die besondere Regel, dass ganz viele Leute plötzlich zu Hause arbeiten mussten, weil Corona die Welt lahmgelegt hat. Ist unerfreulich gewesen für die meisten. Wenn du kein Arbeitszimmer hast, das heißt, wenn du am Couchtisch oder am Küchentisch oder im Bett oder wo auch immer arbeitest und du hast keinen separaten oder eine Einzimmerwohnung und so weiter, dann kannst du quasi 5 Euro pro Tag, den du zu Hause arbeitest, kannst du als
Homeoffice-Pauschale absetzen. Das heißt, eine Pauschale, du musst da keine Belege nachreichen, du musst keine Mietkostenkalkulation machen, wie viel anteilig und so weiter. Nimm einfach 5 Euro pro Tag als Geschäftsausgabe. Wichtig hier, das ist auf 600 Euro im Jahr gedeckelt. Das heißt, du kannst quasi nur 120 Tage im Jahr darfst du mit zu Hause arbeiten. Das ist ein bisschen Quatsch irgendwie, aber es ist halt leider gedeckelt auf 600 Euro. Das heißt, du darfst 600 Euro, bis zu 600 Euro, das heißt bis zu 120 Tage pro Jahr als Homeoffice-Tage quasi absetzen, auch wenn du denn am Küchentisch gearbeitet hast. Das gilt jetzt insbesondere für letztes Jahr und für dieses Jahr aufgrund der Corona-Regelung. Was mit dieser Regel nach Corona passiert, also was mit nächsten, übernächsten Jahr ist und so weiter, das weiß noch kein Mensch. Das sehen wir dann. Das kann ich euch tatsächlich einfach leider nicht sagen. Ist aber für euch zumindest wichtig, haben viele auch noch nicht gehört, könnt ihr absetzen, ohne irgendwelche Nachweise. Dann gibt's das ganze Thema Anschaffungen, weil grundsätzlich kannst du, also vielleicht zu den Basics. Wenn du größere Anschaffungen hast für deine Selbstständigkeit, dann musst du größere Anschaffungen normalerweise über mehrere Jahre aufteilen. Das werden auch die meisten von euch wissen, das heißt, ihr müsst die abschreiben. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, 30.000 Euro, dann verbrauche ich dieses Auto ja nicht im ersten Jahr. Also sollte ich idealerweise nicht. Und dann muss ich diese Anschaffungskosten auf mehrere Jahre verteilen. Das muss ich immer machen, wenn der Anschaffungswert über 800 Euro netto ist. Das heißt 800 Euro plus Umsatzsteuer, dann muss ich es auf eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aufteilen. Genau, das liegt ein bisschen danach. Da gibt es so AFA-Tabellen. AFA ist Absetzung für Abnutzung. Das müsst ihr einfach, wenn ihr AFA, AFA-Tabellen und das, was ihr anschafft, googelt, dann seht ihr so eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Und dann müsst ihr quasi die Anschaffungskosten immer auf die Jahre verteilen. Was neu ist ab diesem Jahr, das haben viele noch nicht gehört, ist, Computer sind davon aufgenommen. Das heißt, Computer, Computersoftware, Zubehör und so weiter, war bisher, musste ich so einen Laptop auf 3 Jahre verteilen. Das heißt, wenn ich hier 1200 Euro ausgegeben habe, dann musste ich die 1200 durch 3 teilen und konnte jedes Jahr 400 Euro Kosten absetzen. Das ist gekippt und das ist seit dem 01.01.2021 nicht mehr der Fall. Das heißt, ich kann die kompletten 1200 Euro sofort geltend machen, sofort weg in den Aufwand quasi. Das gilt auch für Computersoftware, Computerzubehör und so weiter. Und auch unabhängig vom Preis. Das heißt, wenn du dir jetzt auch so einen richtig High-Level-Computer kaufst, weil du irgendwie so 3D-Animationen, Rendering, was weiß ich alles machst, was ich nicht kann und kenne, und dafür 10.000 Euro für einen Computer ausgibst, alles weg, sofort, ohne Abschreibung, kannst du im gleichen Jahr noch absetzen. Super spannend, weil du das natürlich auch noch im Dezember machen kannst. Das heißt, wir haben jetzt bald 4. Quartal. Das heißt, es ergibt ja grundsätzlich Sinn, dass man sich im November, Dezember nochmal Gedanken macht und sich überlegt, welche Kosten könnte ich denn eventuell noch produzieren, um weniger Ausgaben zu haben, also um mehr Ausgaben zu haben, um weniger Gewinn zu haben und dann weniger Steuern zu zahlen. Und da sind jetzt Computer eine sehr gute Investition. Wenn du jetzt große Ausgaben hast, zum Beispiel ein Auto oder zum Beispiel den Umbau deines Arbeitszimmers zu Hause, weil du gemerkt hast, irgendwie funktioniert das mit dem Homeoffice jetzt über Corona und die Kunden haben sich auch daran gewöhnt. Ich brauche aber langfristig, muss ich es irgendwie umbauen. Ich brauche irgendwie eine Kamera, ich brauche eine vernünftige Beleuchtung, ich brauche einen vernünftigen Schreibtisch und ich muss mal mein Arbeitszimmer auf Vordermann bringen und plane dafür 10.000 Euro auszugeben für alles. Das sind wirklich größere Investitionen und Investitionen, die du heute noch nicht hast. Dann gibt es die Möglichkeit, nicht diesen Anschaffungs-, also nicht die Kosten, die du jetzt hast, über mehrere Jahre zu verteilen, wie zum Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel Auto, wenn du kaufst für 30.000 Euro ein Auto und verteilst das dann über 6 Jahre. Teile dieser Investition auch vorher schon, das heißt, diese Abschreibung, diese Kosten geltend machen, kannst du schon machen, bevor du diese Investition hast. Und zwar heißt dieser ganze Mechanismus Investitionsabzugsbetrag. Und umgangssprachlich Ansparabschreibung. Das heißt, wenn ihr danach recherchieren wollt und so weiter, könnt ihr Investitionsabzugs oder IAB oder 7G oder Ansparabschreibung googeln. Und die Investitionsabzugsbetrag sagt, du kannst bis zu 40% der geplanten Investitionen, also der geplanten Anschaffungskosten, kannst du heute schon quasi als Abschreibung Geld machen, ohne nur einen einzigen Cent gezahlt zu haben. Und es gibt so ein paar Voraussetzungen, die du dafür erfüllen musst. Erstens, das Wirtschaftsgut muss abnutzbar und beweglich sein. Das heißt, ein Auto beispielsweise, ein Auto verbraucht sich, das nutzt sich ab und es bewegt sich, hoffentlich. Du kannst das machen, wenn du als Freiberufler maximal 100.000 Euro Gewinn machst, wenn du als Gewerbetreibender maximal 235.000 Gewinn machst und der gesamte Höchstbetrag vom Investitionsabzugsbetrag
ist 200.000 Euro. Nur um euch mal ein Beispiel zu geben, wie das aussehen könnte. Du planst zum Beispiel ein Auto anzuschaffen und zwar, ja, dieses Jahr wird das noch nichts und nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht, aber übernächstes Jahr wirst du wahrscheinlich das absetzen können. Und du gehst davon aus, du kaufst, ich kenne mich mit Autos echt schlecht aus, für 40.000 Euro kriegt man ein Auto. Das heißt, du planst für 40.000 Euro in 2 Jahren quasi anzuschaffen, für dein Unternehmen, selbstverständlich. Dann kannst du in diesem Jahr schon 40% von der Anschaffungskosten als Kosten berücksichtigen. Das heißt, du kannst heute schon hingehen und sagen, 40% von den 40.000 Euro möchte ich heute schon in meiner Buchhaltung als Kosten drin haben. Das heißt, du kannst heute schon 16.000 Euro als Investitionsabzugsbetrag quasi einbuchen und musst dann 16.000 Euro weniger versteuern. Das ist bei so einem Steuersatz von 30% immerhin Steuerersparnis in diesem Jahr von 4.000 bis 5.000 Euro. Und genau, damit würde sich entsprechend dein zu versteuernder Gewinn dieses Jahr schon, also 2 Jahre vor der Anschaffung, schon um 16.000 Euro reduzieren. Grundsätzlich, nächster Punkt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe jetzt relativ viel über Ausgaben gesprochen. Und natürlich kannst du, wenn du Ausgaben hast, kannst du sie absetzen und machst weniger Gewinn und zahlst weniger Steuern. Diesen Mechanismus, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ich kann nur dringend dazu abraten, Ausgaben zu produzieren, die unternehmerisch betriebswirtschaftlich keinen Sinn ergeben. Das heißt, wenn du einen teuren Computer kaufst, dann kauf dir bitte nur den teuren Computer, weil du ihn auch brauchst. Du kannst ihn natürlich aufgrund der Anschaffungstermin kannst du natürlich ein bisschen spielen. Natürlich macht es Sinn, wenn du sowieso ein Auto kaufen musst in 1, 2, 3 Jahren, dass du jetzt die quasi Investitionsabzugsbetrag nutzt und so weiter. Das alles kannst du natürlich tun. Das solltest du aber natürlich nur tun, wenn das auch betriebswirtschaftlich Sinn ergibt. Aber was ist eigentlich, wenn du keine Kosten hast? Also wenn du auch nichts brauchst für deine Selbstständigkeit? Also wenn du sagst, nee, Investitionen, Ausgaben, mehr Ausgaben produzieren wird alles keinen Sinn ergeben und macht in meinem Fall keinen Sinn. Dann kann ich dir trotzdem einen Tipp geben. Und zwar kannst du Vorschüsse zahlen. Und zwar haben wir quasi zumindest diejenigen von euch, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und gehe ich mal davon aus, dass es die meisten machen, also Freiberufler machen grundsätzlich eine Einnahmenüberschussrechnung, Gewerbetreibende auch bis zu einer gewissen Gewinn- und Umsatzgrenze. Das heißt, wenn du keine Bilanz erstellst, sondern einfach nur eine Einnahmenüberschussrechnung, also sprich eine einfache Buchhaltung machst, dann gilt für dich das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das besagt, dass Dinge steuerlich nur dann berücksichtigt werden, zu dem Zeitpunkt, wenn sie gezahlt werden. Um mal ein Beispiel zu geben, du stellst eine Rechnung, die wird dir aber nie bezahlt, weil dein Kunde sich einfach weigert zu bezahlen, dann musst du die auch nie versteuern. Musst du nicht. Genauso andersrum, wenn du eine Rechnung bekommst und du die nie bezahlst, dann kannst du sie steuerlich auch nicht geltend machen. Aber du kannst quasi als Gestaltungsmittel, könntest du jetzt im November, Dezember dieses Jahr natürlich dir überlegen, wann würde ich denn gerne bezahlen? Wenn du größere Projekte beispielsweise hast und das Projekt endet im November und du sagst, ah, dieses Jahr habe ich schon echt viel verdient und der Steuersatz ist eigentlich schon relativ hoch, könntest du immer mit deinem Kunden sprechen und sagen, na, darf ich die Rechnung vielleicht auch erst am 31.12. stellen? Dann ist sie quasi dieses Jahr noch gestellt, aber bezahlt wird sie nächstes Jahr und dann musst du sie erst nächstes Jahr versteuern. Du kannst das Ganze natürlich, also quasi deine Bezahlung, die kannst du natürlich schieben und dann musst du diese Einnahmen auch später erst versteuern. Du kannst es auch mit der Ausgabenseite machen, das habe ich auch häufiger schon gemacht. Und zwar kannst du im November, Dezember mal durchgehen und sagen, na, ich hätte dieses Jahr gerne noch ein paar mehr Kosten. Gar nicht neue Kosten, sondern Kosten, die du sowieso schon hast. Für irgendwelche Software-Tools, für externe Mitarbeiter, für Miete, Strom, Gas, Wasser, Handyvertrag und so weiter. Dann kannst du diesen Dienstleistern gehen und sagen, ich würde gerne jetzt jährlich bezahlen. Und du kannst die Abrechnung umstellen auf jährlich und dann kannst du das halt jetzt noch ausgeben und kannst du dann den gesamten Betrag, auch wenn er sich auf das ganze nächste Jahr bezieht, dieses Jahr noch geltend machen. Ich habe das auch mal bei einer externen Dienstleister. Ich hatte mal eine virtuelle Assistenz, die hat mir beim Vertrieb geholfen, war frühere Selbstständigkeit. Und da habe ich im Dezember habe ich mit ihr gesprochen, habe gesagt, ah, wir arbeiten ja eh zusammen, läuft ja schon auch super gut und ich würde natürlich auch im nächsten, im ersten Quartal gerne mit dir zusammenarbeiten. Wie wäre es, wenn ich jetzt schon mal ein Stundenkontingent kaufe? Das heißt, wie wäre es, wenn du mir jetzt schon mal 60 Stunden in Rechnung stellst? 60 Stunden mal 80 Euro sind 4.800 Euro. Wie wäre es, wenn du mir die jetzt schon mal in Rechnung stellst und ich bezahle sie jetzt schon? Dadurch produziere ich ja keine neuen Kosten, sondern ich habe einfach die Kosten, die ich sowieso gehabt hätte, die habe ich halt einfach mir in den Dezember geholt und musste sie dann in diesem Jahr natürlich nicht mehr versteuern. Und das kann man in beide Richtungen, also deine Rechnungen, die du bezahlen musst, als auch die du stellst, kannst du gerade so im November, Dezember, solltest du nochmal aktiv reflektieren, wo du da eventuell Dinge schiebst. Wenn du dieses Jahr zum Beispiel eine absolute Flaute war und es super schlecht ist, dann könntest du auch
das halt andersrum machen, dass du sagst, aha, ich möchte dieses Jahr mal wieder ein bisschen mehr verdienen, dann zahlst du dieses Jahr zwar mehr, aber du entlastest halt das nächste Jahr. Das funktioniert super gut. Wir kommen jetzt langsam so ein bisschen zu dem Next Level. Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar 450-Euro Jobs ist quasi das nächste Ding. Ich habe eine Frau und ich bin selbstständig. Und meine Frau hilft mir regelmäßig bei Sachen. Es gibt nämlich ein paar Aufgaben, die ich abgrundtief hasse. Also wirklich hasse. Also so einige Bürotätigkeiten. Ich mag sie einfach wirklich nicht. Und es ist halt manchmal so, also meine Frau ist auch selbstständig. Also wir kennen das in beide Richtungen quasi. Wir haben beide unsere Aufgaben, die wir überhaupt nicht ausstehen können. Und wir haben regelmäßig mal so einen Samstag, wo wir uns zusammen hinsetzen und sagen, so, jetzt aber, das geteiltes Leid ist halbes Leid. Jetzt arbeiten wir erst dein Nervstapel durch und dann mein Nervstapel durch und dann ist gut. Steuerlich ergibt das Sinn, den Ehepartner dafür zu bezahlen. Klar, jetzt sind wir beide selbstständig, aber ich nehme als Beispiel, ich wäre selbstständig, meine Frau wäre nicht selbstständig und sie hilft mir einmal im Monat mein Cleanup Saturday, so nennen wir den nicht, aber so könnte ich ihn nennen. Das heißt, einmal am Samstag Nervarbeit wegarbeiten. Angebote schreiben, Ablage, Dokumentation, Ordner aufräumen, Pipop, ist egal was. Das macht sie und hilft mir. Ich könnte sie für diese Tätigkeiten auf 450-Euro Basis anstellen. Und das ergibt häufig Sinn. Und zwar sind die, also 450 €, werdet ihr wissen, Minijob ist brutto gleich netto für den Angestellten. Das heißt, meine Frau würde beispielsweise 400 € bekommen, jeden Monat für die Tätigkeiten, die sie gerade für mich macht. Sie muss darauf gar keine Steuern zahlen. Null. Und ich muss als Arbeitgeber quasi so eine Pauschalversteuerung vornehmen. Also es wird bei der Knappschaft angemeldet und dann muss ich das pauschal versteuern. Das ist je nachdem, ob Rentenversicherung nicht und so weiter. Die Abgabenlast liegt bei 20%, manchmal in den Worst Case so bei 33%. Aber ich habe ungefähr 20% Abgaben, könnte ich sagen. Das heißt, ich zahle, um meiner Frau 400 € zu überweisen, zahle ich nochmal 80 € an die Knappschaft. Das heißt, ich habe 20% Abgaben. Diese 20% Abgaben sind weniger als mein individueller Steuersatz. Der liegt bei 35-40%, das heißt fast das Doppelte. Jetzt gehen wir mal davon aus von 40%. Das heißt, diese 400 €, die müsste ich, wenn ich sie behalten würde, oder wenn meine Frau mir einfach hilft, weil sie mich halt einfach gerne unterstützt und mag und mein Gesicht nicht mag, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann wären die 400 € pro Monat mein Gewinn. Und ich müsste diese 400 € voll versteuern, das heißt mit 40%. Das heißt, das sind 160 €, die ich Steuern zahlen müsste darauf. Wenn ich meine Frau jetzt anstelle, Minijobberin, das einfach anmelde über die Knappschaft, super easy, auch kann man ziemlich einfach machen und ich bezahle sie dafür, bekommt sie 400 €, ich zahle statt 160 € Steuern, 80 € an die Knappschaft, habe 80 € im Monat, nicht Gewinn gemacht, aber weniger Abgaben. Mir persönlich ist es egal, ob das Geld beim Finanzamt landet oder bei der Knappschaft landet, ist mir relativ gleich. Kann ich genauso machen. Der Vorteil ist, meine Frau muss die 400 € gar nicht, also ich mache mit meiner Frau zusammen die Steuererklärung, sie muss diese 400 € nicht in der Steuererklärung abgeben, weil Minijobs nicht in der privaten persönlichen Steuererklärung angegeben werden müssen. Das heißt, ist quasi einmal raus aus System. Ich habe dann dementsprechend 480 € weniger Gewinn gemacht, muss ich weniger versteuern und so weiter. Ich glaube, die Logik dahinter ist relativ klar. Wenn meine Frau diese 400 €, die sie im Monat verdient, sie hilft mir bei allen Nervaufgaben, die ich so habe, wenn ich sie jetzt, wenn sie das jetzt nutzt, natürlich um, keine Ahnung, Miete zu bezahlen, Kühlschrank voll zu machen und das, was man halt so hat in einem gemeinsamen Haushalt, darf sie natürlich machen. Also ist ja unser Agreement, das ist ja privater Natur. Aber geschäftlich, unternehmerisch wäre das sauber. Ich habe mal Angestellte, die hilft mir dabei und so weiter. Natürlich muss bei sowas ein Vertrag aufgesetzt werden und solche Sachen. Das ist aber gerade bei Minijobs gar nicht so wahnsinnig schwierig. Und wenn es eine ähnliche Konstellation gibt, ich weiß, dass das gerade bei Selbstständigen relativ häufig vorkommt, dass man sich halt mal so hilft. Aber fragt euch wirklich auch manchmal Geschwister und Eltern und die irgendwie euch bei eurer Selbstständigkeit immer mal wieder helfen. Ich kenne das auch ganz häufig, dass die Mutti dann auch irgendwie die Buchhaltung macht oder so. Voll in Ordnung. Aber überlegt euch, ob man sie für diese Tätigkeit nicht einfach vergütet, weil die Nebenkosten zu so einem Minijob sind niedriger als eventuell als eure Steuerlast. Dafür müsst ihr natürlich euren persönlichen Steuersatz kennen. Und müsst natürlich einmal ausrechnen, wie teuer das mit der Knappschaft wäre. Ist aber ganz häufig 150-100 € pro Monat Steuerersparnis, wenn ihr es euch ähnlich geht. Das ist im legalen Rahmen. Ein anderer Punkt, der auch im legalen Rahmen ist, es gibt noch zwei Dinge, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Gerade für diejenigen, die gerade gründen.
überlegt euch, ob ihr nebenberuflich gründet. Ihr könnt quasi Verluste und Gewinne miteinander verrechnen. Auch kein riesen Rocket Science, das ist genau so gedacht, wissen aber viele auch so nicht. Es gibt im deutschen Steuerrecht gibt es mehrere Einkunftsarten. Das heißt, ihr könnt angestellt sein, ihr könnt selbstständig sein, ihr könnt gewerblich tätig sein, ihr könnt vermieten und verpachten, ihr könnt Kapitaleinkünfte haben, all so ein Zeugs, Land- und Forstwirtschaft und irgendwelche sonstigen Einkünfte, wenn ihr mit Bitcoin spekuliert. So, jetzt habe ich damit, glaube ich, so schon alles aufgezählt, was es gibt. Also alle 7 Töpfe, die es gibt. Ihr könnt das miteinander verrechnen, beziehungsweise, um es anders zu sagen, ihr könnt es gar nicht miteinander verrechnen. Das heißt, wenn ihr Einnahmen oder Gewinne macht aus einer Einkommensquelle und Verluste mit der anderen, dann wird das miteinander verrechnet und ihr müsst quasi nur die Differenz versteuern. Habe ich viele Jahre lang gemacht, und zwar war ich immer angestellt, habe mein Gehalt gehabt, habe dann natürlich einen Gewinn gemacht, weil Bruttogehalt ausgezahlt bekommen, habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht, habe da relativ viel investiert, habe da erst mein Homeoffice eingerichtet, dann habe ich mir technisches Equipment gekauft, dann habe ich erstmal Werbung gemacht und relativ viele Kosten verursacht und habe die ersten Jahre Verluste gemacht. Das war nicht nur gut für die Umsatzsteuervoranmeldung, weil ich kein Kleinunternehmer war, dass ich die ganze Zeit die Vorsteuerbeträge wiederbekommen habe, sondern ich habe halt, keine Ahnung, nur ein Beispiel zu nennen, 55.000 Euro also verdient als Angestellter und 5.000 Euro Verlust gemacht als Selbstständiger. Und ich musste halt nur die Differenz, sprich 50.000 Euro versteuern. Und das ist ganz bequem, weil mir natürlich in meiner monatlichen Gehaltsabrechnung immer für 55.000 Euro quasi die Lohnsteuer einbehalten wurde. Das heißt, ich habe mit jeder Steuererklärung Geld wiederbekommen. Das heißt, für mich war Umsatzsteuer ein Spaß und die Einkommensteuererklärung war auch ein Spaß. Ich habe immer Geld wiederbekommen. Das funktioniert natürlich nicht ohne Ende. Wenn du bewusst Selbstständigkeiten machst, um nur Verluste, dauerhaft nur Verluste zu machen, wird das Finanzamt irgendwann sagen, ah, das ist mehr ein Hobby, das ist keine Selbstständigkeit, du betreibst es ja gar nicht ernsthaft. Heißt dann Liebhaberei. Wenn du jetzt aber sagst, du bist erfolgreich selbstständig, dann kannst du trotzdem dir überlegen, gibt es nicht Einkunftsarten, die du in Anführungszeichen produzieren kannst, oder Einkunftsarten, die du haben kannst, wo du Verluste mit Absicht quasi produzierst, um das dann zu verrechnen. Beispielsweise, ich bin jetzt erfolgreicher Selbstständiger, macht 120.000 Euro im Jahr plus mit meiner Selbstständigkeit aus, keine Ahnung, freiberuflicher Tätigkeit und überlege jetzt, ich würde gerne Vermögen aufbauen. Gibt es eine andere Einkunftsart, die ich quasi aufmachen kann, mit der ich Verluste machen kann, die ich dann mit verrechnen kann, um weniger Steuern zu zahlen? Ganz häufig wird das mit Immobilien gemacht. Das heißt, ich kaufe mir eine Immobilie, ich vermiete die Immobilie, ich mache aber Verluste, weil ich sie so schnell abschreibe, weil auch eine Immobilie verbraucht sich ja, natürlich nicht in 3 Jahren, aber über viele Jahre. Und ich schreibe die so schnell ab, dass ich quasi Buchverluste mache. Das heißt, ich mache mit einer Immobilie quasi Verlust. Beispielsweise 20.000 Euro mit meinem Immobilieninvestment mache ich auf, muss ja noch nicht mal Cashflow, also aktiv, was Geld fließt, sondern muss einfach aufgrund der schnellen Abschreibung mache ich 20.000 Euro im Jahr Verlust mit meiner Vermietung, Verpachtung und 120.000 Euro Gewinn mit meiner Selbstständigkeit. Auch das kann ich verrechnen und muss dann halt nur noch für 100.000 Euro Steuern zahlen. Das ergibt sowohl am Anfang der Selbstständigkeit, wenn man nebenberuflich startet, als auch später, wenn man sagt, ich möchte jetzt Vermögen aufbauen und diese Vermietung, Verpachtung, du kannst, das geht nicht bei allen, muss ich dazu sagen. Also du kannst jetzt zum Beispiel, Kapitaleinkünfte sind sehr eingeschränkt verrechenbar, aber es gibt grundsätzlich, dass du unterschiedliche Einkunftsarten und also sowohl Gewinne und Verluste verrechnen kannst und dann nur die Differenz versteuern musst. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, könnt ihr aber genauso machen. Und das ist dann tatsächlich wirklich strategische so Steuerplanung, das würde ich euch dringend empfehlen, lest euch da ein bisschen tiefer rein. Oder redet halt einfach mit dem Steuerberater nochmal drüber. Kann aber auch jeder Steuerberater der Welt, sollte euch das beantworten. Manchmal ist das Problem aber, dass die Steuerberater euch halt nicht aktiv darauf hinweisen, dass du sie gezielt ansprechen musst und fragen musst. Und das wäre ein Thema, gerade wenn ihr überlegt, gerade im Immobilienbereich kaufen oder sowas, unbedingt berücksichtigen und überlegen, ob das nicht für euch interessant ist. So viel dazu. Last but not least. Für mich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und zwar, es geht um den Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag ist der Betrag, den du in einer persönlichen Einkommensteuererklärung immer steuerfrei hast. Das sind immer ungefähr 10.000 Euro. Das werden auch viele von euch wissen. Ungefähr 10.000 Euro sind steuerfrei. Was übrigens nicht heißt, dass wenn ihr weniger als 10.000 Euro verdient, dass ihr keine Steuererklärung machen müsst. Ihr müsst sie immer tun, immer machen. Aber ihr zahlt erst Steuern, wenn ihr über 9.744 Euro zu versteuerndes Einkommen habt. Bei einer Ehe ist es das Doppelte. Das heißt grundsätzlich, wenn ihr heiratet und zusammen veranlagt, also nicht standardmäßig immer bei einer Ehe, aber wenn ihr Zusammenveranlagung macht, was meistens Sinn ergibt, schmeißt ihr alles in einen Topf. Ihr habt quasi einmal den doppelten Grundfreibetrag und ihr schmeißt aber auch alle Einkünfte quasi zusammen und habt einen großen Pool. Richtig spannend wird dieser Mechanismus. Es hat jeder Mensch diesen Grundfreibetrag. Jeder Mensch. Und das geht raus an alle Eltern. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, diese Kinder haben diesen Grundfreibetrag auch.
Das heißt, auch eure Kinder haben 9.744 Euro Einkommen frei. Und du kannst auch die Freibeträge deiner Kinder nutzen, 100% korrekt zu sein. Deine Kinder können diese Freibeträge in ihrer Steuererklärung nutzen, wenn sie Einkommen haben. Und du kannst das so verteilen, dass deine Kinder quasi Einkommen erzielen. Ganz simples Beispiel. Du legst Geld für dein Kind an. Also gerade neues Kind und du überlegst, du willst dir gerne Geld zur Seite legen für die Kinder, für Führerschein. Wofür gibt man Geld aus? Konfirmation, Kommunion, Führerschein, Ausbildung, Auslandsjahr, bla bla bla. Kinder, wisst ihr selber, kosten ab und zu mal Geld. Und ihr würdet gerne Geld dafür anlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt. Erste Möglichkeit, ihr macht einfach ein Depot, ihr macht einfach ein Sparkonto und so weiter, packt da Geld drauf, lasst es liegen. Ungünstig, weil das ist dann euer Einkommen. Das heißt, ihr habt dann quasi euer Einkommen und das müsst ihr versteuern mit eurem Steuersatz. Wenn es Kapitaleinkünfte sind, immer noch mit 25%, aber ihr habt da einmal einen Sparerpauschbetrag von 801 Euro pro Jahr. Irgendwie doof. Was ihr machen könnt, ihr schenkt eurem Kind das Geld und selbst wenn es erst 2 Wochen alt ist, ihr schenkt eurem Kind das Geld, ihr habt einen Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro, schenkt eurem Kind einfach 100.000 Euro, dieses Kind legt die 100.000 Euro an und dann muss das Kind zwar die Steuererklärung machen, aber das Kind hat 9.744 Euro steuerfrei. Das heißt, du hast quasi fast 10.000 Euro Zusatzsteuern, wenn es denn um diese Kapitaleinkünfte geht. Und natürlich machst du das im Namen deines Kindes, weil dein ein Woche altes Kind kann das ja für sich nicht tun. Und dafür gibt es auch diese ganzen Junior-Depots und so weiter. Das heißt, legt bitte Geld nicht in euren Namen irgendwo an für Kinder irgendwann später, sondern lasst es die Kinder selber machen. Natürlich gibt es auch so Möglichkeiten, wenn ihr euch zum Beispiel eine Immobilie kauft und die macht Einnahmen und so weiter, könnt ihr auch diese Immobilie auf das Kind übertragen und dann hat das Kind diese Einnahmen. Wichtig einfach nur für euch, wo ich was sensibilisieren möchte, auch da geht's. Entweder kennt ihr euch aus in der Tiefe oder ihr redet vorher nochmal mit dem Steuerberater. Was ich hervorheben möchte, auch eure Kinder haben ungefähr 10.000 Euro steuerfrei. Und ich habe Bekannte, die haben 3 oder 4 Kinder und wenn ich denen erzähle, ey, du hast 30.000, 40.000 Euro steuerfrei, du musst ja nur überlegen, welche Einkunftsarten jetzt deine Kinder haben sollen und nicht du. Da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten und das ist dann natürlich Steuergestaltung. Natürlich muss man das auch machen und es muss natürlich auch vertraglich alles sauber sein. Aber wie gesagt, du hast einen Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro. Das lohnt sich dann, Vermögen eventuell und Einkunftsquellen den Kindern zu übertragen, damit sie die Einnahmen haben, weil du hast halt ungefähr 10.000 Euro pro Kind mehr steuerfrei. Ich möchte aber trotz allem tatsächlich nochmal erzählen, weil ich habe es ja jetzt erwähnt, Kontist Steuerberatungsgesellschaft ist eine Steuerberatungsgesellschaft, eine komplett 100% digitale Steuerberatungsgesellschaft, speziell für Solo-Selbstständige. Und was machen wir? Wir sind quasi wir haben eine App, also die Kontist App ist quasi eine App, in der du deinen Steuerberater in der App hast. Das heißt, du hast eine App, da kannst du rumchatten und so weiter. Das ist quasi dein Geschäftskonto und die Steuerberatung in einer App. Deine Buchhaltung, das heißt Beratung, Buchhaltung, Steuern und so weiter, alles in einer App. Ich kann euch wahnsinnig viel darüber erzählen, warum das alles schön ist und toll ist und so weiter. Habe ich mich dagegen entschieden und habe mir überlegt, ich mache einfach mal ein paar Screenshots aus Kundenfeedback, was wir bekommen haben so in den letzten 2-3 Wochen. Und zwar zeige ich euch einfach mal das. Und anschließend, wie gesagt, schauen wir gerne noch mal alle Fragen ein. Ein paar Punkte möchte ich einmal hervorheben. Einmal oben links, Kontist ist jung und dynamisch. Ich habe das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Hoffentlich bleibt Kontist auch in Zukunft dynamisch und auf unserer Seite des Finanzwesens. Danke und liebe Grüße. Hier seht ihr, ich habe wirklich Screenshots gemacht. Ich habe nichts korrigiert. Einfach rausgescreenshottet. Vielen Dank, freut mich sehr. Und ja, kann ich versichern, wir bleiben auf der richtigen Seite des Systems. Und des Finanzwesens. Oben rechts finde ich auch sehr schön, schneller und kompetenter Support. Im Moment macht es den Eindruck, dass meine Steuerangelegenheiten effektiver gelöst werden als von mir bisher. Das ist unser Ziel. Es muss natürlich effizienter laufen, als wenn ihr es selber macht. Eins finde ich noch besonders schön, das muss ich einmal nochmal machen, oben links ist, weil ihr einfach großartig seid, unkompliziertes Banking, super freundlicher und kompetenter Steuerservice und das alles unterwegs und kompakt. Könnt ihr bitte auch Bundesregierung machen. Und da kommt der Haken an der Sache, Bundesregierung können wir nicht, wollen wir nicht, werden wir auch nicht, aber es ist ganz schön. Der Kommentar unten drunter finde ich auch ganz gut. Ich fühle mich unterstützt und verstanden. Bei anderen fühle ich mich eher als Melkkuh. Bei uns nicht.
Wir haben einen Pauschalpreis gleich dazu. Ja, die anderen Punkte, ihr könnt sie selber durchlesen und so weiter. Ich möchte euch damit jetzt nicht so wahnsinnig lange langweiligen, aber ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, was es gibt. Und zwar haben wir halt einmal Steuerberatung, Buchhaltung, Geschäftskonto in einer App. Also alles, was ein klassischer Steuerberater auch macht, alles zu einem monatlichen Preis von 79 € pro Monat. Wir machen unseren Job, glaube ich, ganz gut. Das habt ihr an den Screenshots gesehen. Ihr seht das auch in der Bewertung im App Store, im Play Store, bei auf Trustpilot und so weiter. Wir haben letztes Jahr den Preis gewonnen als bestes digitales Geschäftskonto. Also es ist jetzt nur das Geschäftskonto. Gerade letzten Monat haben wir den Preis gewonnen als Top-Konto für Einzelunternehmer von Businessbank. Das alles. Und kriegt ihr quasi zu einem monatlichen Preis von ab 79 €. Das bezieht sich vor allem auf alle Gründer. Ich will euch einmal ganz kurz nochmal zeigen und dann ist auch quasi gut. Ich möchte euch einmal ganz kurz zeigen, wie das Ganze einfach in der Praxis aussieht. Ich springe einfach mal in mein eigenes Bankkonto und zwar muss ich mich wahrscheinlich jetzt nochmal neu einloggen. Ihr seht quasi mein Bankkonto. Ihr seht oben Kontostand, unten seht ihr alle Transaktionen, die da sind. Es sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viele gewesen. 3 an der Zahl. Ihr habt die Möglichkeit, quasi das alles zu... Ja, guck mal, jetzt muss ich mich nochmal neu anmelden. Dafür erstmal, und dafür brauche ich nämlich einmal meine App, in der ich das noch einmal bestätige, dass ich mich gerade einloggen will. So, eingeloggt. Sicherheit muss sein. Das heißt, ihr habt einfach quasi die Bankkontoübersicht. Hier seht ihr alle Transaktionen. Ihr könnt auch immer reingehen und die quasi kategorisieren und sagen, ah, guck mal, ich möchte sie hier mal ändern. Wenn ihr Steuerkunde seid, und das bin ich in diesem Fall, dann müsst ihr hier nichts mehr extra machen. Das heißt, das Einzige, was ihr tut, und das ist immer so gerne von mir gezeigt, ihr benutzt einfach das Konto, ihr fotografiert alle Belege ab mit dem Handy oder ladet sie halt einfach über die Browser-Version runter. Das kann ich euch hier zum Beispiel zeigen. Hier ist zum Beispiel eine Rechnung angehängt, die habt ihr jetzt einfach hochgeladen. Oder tatsächlich mit Kontist gestellt. Ihr könnt mit Kontist die Rechnung stellen. Wenn ihr Deutsche Telekom habt, seht ihr hier quasi, das ist eine Rechnung, ganz eindeutig. Die würde unter Umständen, würden wir eventuell nicht für vollständig erklären, aber ihr könnt einfach über den Browser oder über das Handy das abfotografieren. Und das Einzige, was ihr tatsächlich machen müsst, ihr benutzt dieses Bankkonto, ihr schreibt eure Rechnung. Wenn ihr kein Rechnungstool habt, dann könnt ihr eure Rechnung auch einfach über Kontist stellen. Das heißt auch, das ist quasi das ist die Web-Oberfläche, das ist das Online-Banking, da könnt ihr auch einfach das da reingehen. Und alle Steuersachen sind auch in der Browser-Oberfläche. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel auch reingehen und sagen, zeig mir mal bitte meine Umsatzsteuervoranmeldungen. Und dann siehst du hier, hast du auch alle Umsatzsteuervoranmeldungen der Vergangenheit. Das heißt, du hast eine App, in der du wirklich Banking, deine ganze Buchhaltung und deinen Steuerberater quasi in einem hast. Und das ab 79 € im Monat. Wichtig hier, ausschließlich für Selbstständige. Das heißt, ausschließlich für Freiberufler und Einzelunternehmen, die Gewerbetreibende sind. Marie, wenn du da vielleicht noch einmal den Link, das heißt, für die das interessant ist, die jetzt sagen, ah, lass uns mal quatschen, vielleicht, ich brauche gerade sowieso einen Steuerberater, ich brauche irgendwie gerade eine Lösung, ich brauche ein Bankkonto, ich brauche eine Buchhaltungslösung und so weiter. Marie, pack doch einmal bitte den Link rein und dann lass uns einfach mal kostenlos telefonieren. Also unverbindlich, könnt ihr einfach ein Gespräch buchen, kostet nichts, verpflichtet euch zu gar nichts. Lasst uns einfach mal quatschen und lasst uns mal schauen, ob wir euch helfen können. Und das ist das, was ich euch nochmal zeigen wollte. So sieht quasi die Zusammenarbeit mit uns aus. Danke, Marie. Marc fragt, geht das auch, wenn ich bilanziere? Marc, ja, geht. Wichtig ist, du bist Einzelunternehmer. Also das ist Grundvoraussetzung. Das heißt, wir machen keine GmbHs, wir machen keine Personengesellschaften und sowas. Vielleicht kennt ihr das. Ich vergleiche häufig gerne Steuerberater mit Rechtsanwälten. Wenn du Rechtsanwalt brauchst, wenn du eine GmbH gründest, dann gehst du zum Gesellschaftsrechtler. Wenn du dich scheiden lassen möchtest, dann gehst du zum Familienrechtler. Wenn du geblitzt wurdest und Einspruch einlegen willst, dann gibt es welche Leute, die haben Verkehrsrecht. Das ist bei Anwälten voll normal, beim Steuerberater halt nicht. Und das unterscheidet, also das ist fast das Einzige, was uns von einem klassischen Steuerberater unterscheidet, ist, dass wir auf eine ganz spezielle Zielgruppe sind. Und das sind Einzelunternehmen. Das heißt, wir nehmen keine Kapitalgesellschaften, wir nehmen keine Personengesellschaften. Aber wenn du bilanzierst, auch gar kein Problem, komm her. Christoph fragt, wann macht ihr auch GmbHs? Habe ich das damit beantwortet? Wir machen tatsächlich nicht zeitnah GmbHs. Ja, genau. Machen wir nicht. Ist auch zeitnah nicht geplant. Kann sein, dass das irgendwann in 3, 4, 5, 6 Jahren mal auch passiert.
Ist aber tatsächlich zeitnah nicht geplant, weil wir wirklich diesen Fokus auf Solo-Selbstständige haben wollen. Wolfgang fragt, was ist denn bei der Steuerberatung drin? Steuerbilanz, Offenlegung, Jahresabschluss und so weiter, Steuererklärungen. Grundsätzlich alles, was du als Einzelunternehmer brauchst. Das heißt, wenn wir machen eine Einheitsbilanz, also die großen Unterschiede zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz und solche Sachen, das ergibt häufig keinen Sinn, wenn du Einzelunternehmer bist. Kommt darauf an, wie groß dein Unternehmen ist und wie groß deine Bilanzsumme sind und über welche Beträge wir da reden. Aber grundsätzlich decken wir alles ab. Natürlich ist nicht alles für 79 Euro mit drin, wenn du jetzt großartig aufwendigste 26 Einkunftsartenquellen hast und so weiter und Steuerbilanz brauchst und so weiter. Dann ist das natürlich nicht in einem monatlichen pauschalen Preis abgegolten. Aber dann würde ich dir empfehlen, lass uns einfach mal quatschen. Denn, also, wenn dein Fall aufwendiger ist, dann lass uns einfach mal telefonieren und rausfinden. Dann können wir dir dein Angebot quasi machen. Aber wir sind quasi eine Steuerberatungsgesellschaft mit mehreren Berufsträgern. Wir können auch eine Steuerbilanz erstellen. Markus schreibt, ich habe bereits einen Steuerberater mit FIBU. Die Entscheidung für ihn oder euch ist entweder oder. Markus, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also meistens ergibt es keinen Sinn und meistens würde dein Steuerberater auch jetzt nicht happy sein, wenn er die Buchhaltung macht und jemand anderes die Steuererklärung macht. Wenn du sagst, du bist jetzt aufgrund von persönlichen Beziehungen und so eng verhaftet mit irgendwen, dann wird es schwierig. Also, du wirst vor allen Dingen deinen aktuellen Steuerberater nicht besonders glücklich machen. Frage ist, die 79 Euro ist ja abhängig vom Umsatz. Ja, ist abhängig vom Umsatz. Das heißt, wenn der Umsatz dann höher ist, dann steigt das. Der höchste monatliche Preis, das heißt, wenn ihr Freiberufler seid und Millionen umsetzt, dann ist quasi Deckelung bei 149 Euro im Monat. Da ist dann aber auch wirklich Bankkonto, laufende Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldungen, betriebliche Steuer, also Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Einkommensteuererklärung, die Beratung und so weiter. 149 Euro im Monat, sprich 1,8 pro Jahr. Das ist dann quasi das, wenn ihr 2 Millionen als Architekt verdient oder als Steuerberater. Wenn der Steuerberater uns beauftragt, dann bewerbt euch doch lieber als Steuerberater. Wir suchen immer wieder junge, gute, motivierte Steuerberater. Markus schreibt, arbeitet ihr auch mit FIBU-Tools, wie zum Beispiel Safdesk oder LexOffice zusammen? Sind solche Tools überhaupt noch notwendig, mit euch zusammenarbeite? Markus, ja, arbeiten wir. Gerade LexOffice haben wir so eine enge Connection. Das heißt, wenn du mit LexOffice zum Beispiel deine Rechnungen schreibst, dann sind die auch automatisch in der Buchhaltung, also du siehst die automatisch in der Contest-App, weil, und deswegen hier so eine kleine Insight-Information, Haufe Lexware ist einer der Investoren hinter Contest. Das heißt, wir gehören quasi zur Familie Haufe Lexware und dadurch ist natürlich die Connection zu LexOffice sehr, sehr eng. Aber natürlich auch mit Safdesk arbeiten wir auch regelmäßig zusammen. Aber um deine zweite Frage zu beantworten, nein, brauchst du alles nicht, weil du kannst deine Rechnung darüber schreiben. Was braucht ihr? Rechnungen schreiben, bezahlen, Belege hochladen. Fertig ist die Kiste. Also die Frage ist, was brauchst du noch? Brauchst du noch etwas von LexOffice? LexOffice hat natürlich auch andere Funktionen, wenn du Gehaltsabrechnung zum Beispiel erstellst. Das kannst du mit Contest nicht machen. Wenn du wirklich Rechnung schreiben, bezahlen, Belege irgendwo ablegen, dann musst du mehr nicht tun, weil du quasi einfach alles bei Contest reinschiebst und dann sitzt im Hintergrund quasi unser Buchhaltungsteam, erfasst alles und der Drops ist gelutscht. Mehr müsst ihr denn nicht tun. Tatsächlich, gerade die Frage nach Lohnbuchhaltung ist bei uns intern nicht geplant. Wir haben Kooperationspartner, das heißt, wenn du Hilfe bei der Lohnbuchhaltung brauchst und generell von uns Hilfe, Unterstützung brauchst, wir haben Partner. Das heißt, wir haben Partner, Taxmaro, kannst du gerne googeln, mit denen machen wir das quasi zusammen und dann kann der macht der die ganze Lohngehaltsabrechnung und machen wir das nicht. Lohngehaltsabrechnung ist so ein super Special-Disziplin, das verzettel uns so ein bisschen und deswegen machen wir es nicht selbst, haben aber halt diesen Partner, mit dem wir uns sehr gut verstehen und wo ich auch quasi auch für die Qualität mir sicher bin, dass die da ist. Michael fragt, geht auch Geschäftsgirokonto einfach ohne die Steuerberatung? Arbeite mit einem Steuerberater und habe Fastbill als Rechnungssoftware. Ja, Google einfach, also geh einfach mal auf unsere Seite contest.com. Da findest du alles. Wir haben mit Fastbill tatsächlich auch eine Integration, weil ich kenne die beiden Gründer ganz gut. Also René Maudrich ist Geschäftsführer von Fastbill und da haben wir auch eine Integration gebaut. Funktioniert ähnlich gut wie mit LexOffice. Das heißt, auch da gar kein Problem. Das heißt, du kannst einfach auch das Bankkonto nehmen. Markus fragt, Nachfrage, gibt es die Möglichkeit, das zu splitten? FIBU und Konto bei euch, Umsatzsteuervoranmeldung bei euch, Jahresabschluss beim Steuerberater. Ja, geht. Das wäre dann natürlich noch günstiger. So würde es ohne Probleme gehen. Wir haben quasi einen Buchhaltungsplan. Auch dazu
Ich poste das nochmal rein. Klick einfach mal drauf. Lass uns mal quatschen, weil es ist ein Buchhaltungsplan. Wenn wir quasi nur die Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter quasi in dem Paket hast, zahlst du 39 Euro im Monat. Und dann hast du auch das Bankkonto, kannst die Rechnung schreiben, lädst die ganzen Belege hoch und so weiter, kostet 39 Euro im Monat. Und dann kann quasi dein Steuerberater, kriegt dann von uns quasi die ganzen Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter, was wir gemacht haben, die fertige EUR. Und er kann dann darauf aufbauend die ganze Steuererklärung machen. Macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn du, hat man ja manchmal, wenn familiär dann noch andere Sachen sind, so eine Erbengemeinschaft und eine GbR und nochmal anderes und wie auch immer, oder die Frau auch mit drin ist oder der Mann oder wie auch. Also kann ja immer Sinn ergeben, das würde aber zum Beispiel super, super smooth funktionieren und bist bei weitem nicht der Erste, für den wir das so machen. So, dazu Frage nicht, aber ich weiß, dass Marie hier eine ganze Menge an inhaltlichen Fragen hat. Gibt es noch Fragen generell zu Contest als Angebot? So, jetzt zweiter Werbeblock. Ich lade hier regelmäßig häufig Videos auf diesen Kanal hoch. Habe ich schon erwähnt, habe die ganze Zeit ja das schon erwähnt. Mich würde es extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. MR fragt, führt ihr auch Anlagebücher für zum Beispiel den Investitionsabzugsbetrag? Ja, Anlage, natürlich machen wir die quasi AV-EUR, das heißt Anlagevermögen für zur EUR, machen wir auch. Selbstverständlich. Also wir machen halt alles. Natürlich, wir machen korrekte Steuererklärungen. Nur weil das digital ist und die App vielleicht schön nett anzusehen da ist als Datev-Unternehmen online, machen wir natürlich alles, was rechtlich erforderlich ist. Und die Investitionsabzugsbetrag, das machen wir halt in den Jahresabschlussarbeiten mit, weil das ergibt jetzt keinen Sinn, das monatlich anzupassen. Aber ja, selbstverständlich tun wir das. Andreas fragt, was ist mit individueller Steuerberatung? Weil bisher kenne ich von Steuerberatern nur Buchhaltung und daraus wird die Erklärung gemacht. Andreas, wir haben mehrere Berufsträger, auch einige, die quasi nur Beratung machen. Aber wir sehen, ob du unser Kunde bist oder nicht. Du siehst quasi auch in der mobilen App, also wichtig ist, wir haben halt auch eine mobile App. Du kannst hier entweder im Chat schreiben, du kannst eine E-Mail schicken oder uns einfach anrufen. Das heißt, da kannst du dann, erreichst du jederzeit jemanden. Natürlich hast du nicht immer sofort hier unsere Steuerberater am Telefon, aber du kannst uns da jederzeit anrufen. Und wir haben ja deine Daten schon, du musst uns... Das Smarte ist, dass du quasi in der einen Welt alles hast. Du musst ja keine Kontoauszüge hochladen oder sowas. Du nutzt einfach das Konto und zur exakt gleichen Sekunde sehen wir quasi, was passiert. Dadurch sind wir viel, viel schneller und können auch viel, viel tagesaktueller dir Auskünfte geben. Das heißt, wenn du jetzt gerade am Geldautomaten stehst und Geld abgehoben hast und dann anrufst und sagst, so, was mache ich denn jetzt mit dem Geld, sehe ich ja schon im System, dass du Geld abgehoben hast. Oder wenn du jetzt im Restaurant sitzt, gerade Bewirtungskosten hast, mit 100 Euro bezahlt hast und jetzt dein Bewirtungsbeleg abfotografiert hast, kannst du mich auch 10 Sekunden später anrufen und sagst, guck dir mal den Bewirtungsbeleg an, ist der so in Ordnung? Ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Du würdest auch, bitte tu es auch nicht zu häufig, weil dann schlagen mich meine Kollegen, dass ich dich zu so einem Quatsch angestiftet habe, aber kannst du machen. Du musst da jetzt nichts einreichen. Und deswegen funktioniert das so wahnsinnig gut, das in einer App zu haben, quasi das Bankkonto und die Steuerberatung. Es gibt eine gute Frage zu dem Thema Werbekosten. Wenn ich Geld verschenke, sind das dann auch Werbekosten, oder? Es kommt darauf an, wem du, in welchem Kontext, mit welchem Ziel Geld schenkst. Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, dass das immer Werbekosten sind. Es kommt halt wirklich drauf an. Also kann ich so grundsätzlich allgemein nicht sagen, dass du, also, aber klar, kannst du Geld verschenken, aber ja, dafür brauche ich mehr Informationen. Zum Thema Vorsteuer nochmal eine Frage. War es nicht so, dass wenn ich Einnahmen ohne Umsatzsteuer habe, zum Beispiel Schulungen für das öffentliche Hand und diesen Anteil den Gesamtkosten, Moment, sorry, ich denke, ihr seht die Frage nicht, deswegen lese ich sie gründlich vor. War es nicht so, dass wenn ich Einnahmen ohne Umsatzsteuer habe, zum Beispiel Schulung für die öffentliche Hand, ich für diesen Anteil an den Gesamtkosten keine Vorsteuer geltend machen darf? Ja, ist bei einigen Einnahmen so. Das heißt, man unterscheidet bei Einnahmen, den Paragraph hat Andreas, ich glaube, in einem anderen Kontext, auch schon in den Chat irgendwo reingepostet. In Paragraph 4 gibt es umsatzsteuerfreie Einnahmen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, und umsatzsteuerfreie Einnahmen, die quasi den Vorsteuerabzug erlauben. Deswegen, und als ich in meinem Beispiel gesagt habe, zum Beispiel Affiliate-Einnahmen oder wenn ich YouTube-Videos mache und von der Werbung davor, dann ist das streng genommen nicht steuerfrei, weil es ein Paragraph 4 ist. Und da behalte ich quasi den Vorsteuerabzug. Aber dein Beispiel jetzt, Schulungen für die öffentliche Hand, das ist in der Regel umsatzsteuerfrei und das schließt den Vorsteuerabzug aus. Und dann hast du vollkommen recht, dann musst du quasi deine Einnahmen aufteilen und dann kannst du dafür keinen Vorsteuer ziehen. Deswegen ja,
Ja und ja. Also das, was ich gesagt hatte mit meinem Beispiel mit Amazon und YouTube war richtig, aber du in deinem Fall hast absolut recht. Und für diesen Part darfst du keine Vorsteuer geltend machen. Auch sehr gute Frage. Das ist übrigens der Titel. iPhone 13 kommt gleich raus. Ich glaube um 19 Uhr, deswegen müssen wir gleich auch zumachen. Mein Handy macht es auch nicht mehr lange. Deswegen, ich muss mir das auch gleich, die Apple Keynote angucken. Ab wann kann ich das alles absetzen? Sehr gut, deswegen habe ich auch gesagt, ein Tausender, dass ihr gleich das iPhone 13 euch gleich direkt im Anschluss mitnehmen könnt. Mit den Tipps hoffentlich möglich. Ihr könnt euer iPhone selbstverständlich auch absetzen. Das Problem ist, iPhone gilt nicht als Computer. Das heißt, ein iPhone müsst ihr trotzdem nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abschreiben. Hier vielleicht aber trotzdem noch ein Tipp, wenn ihr jährlich neues Handy kauft, einfach weil ihr das nutzt für ganz viele Dinge und die Technik dann zu veraltet ist und ihr das einfach braucht, ihr könnt auch immer Sonderabschreibung machen. Das heißt, wenn ihr das Handy tatsächlich in Anführungszeichen nach einem Jahr verbraucht und nicht mehr nutzt und es wertlos ist quasi, dann könnt ihr das auch denn immer komplett abschreiben, sobald es neu ist. Andere Frage im Zusammenhang mit dem neuen iPhone und allen anderen Smartphones übrigens auch, sind die Zusatzversicherungen für Handys absetzbar? Ja. Wenn ihr das Handy quasi für die Firma kauft, wenn ihr das betrieblich nutzt, dann könnt ihr auch die Zusatzversicherung selbstverständlich als Geschäftsausgabe geltend machen. Weil ihr habt diese Versicherung ja, damit ihr eure Geschäftsmittel, also eure Anlagevermögen in eurem Unternehmen versichert habt. Muss das Arbeitszimmer abschließbar sein? Was ist, wenn es eine offene Empore im obersten Stockwerk der Wohnung ist? Es muss jetzt nicht abschließbar mit dem Schlüssel sein, es muss aber ein klar abgegrenzter Bereich sein. Das jetzt mit offener Empore und so, das ist im Zweifel ist das ein Einzelfallentscheidung, wo man gucken muss, wo ist genau die Abgrenzung und wo nicht. Aber grundsätzlich muss es ein klar abgegrenzter Bereich sein. Es muss jetzt nichts sein, wo du einen Schlüssel in der Tür umdrehen musst. Ist das Arbeitszimmer in einer Eigentumswohnung ebenfalls problemlos möglich? Ja, also du kannst auch, wenn du quasi in einer Immobilie lebst, die du dir selbst gehört, kannst du trotzdem auch Kosten absetzen. Kannst du trotzdem Arbeitszimmer haben, gar kein Problem. Dann sind deine anteiligen Kosten halt keine anteiligen Mietkosten, sondern anteilige Finanzierungskosten. Wichtig da ist, die Rate sind keine Kosten, aber zum Beispiel die Zinsen kannst du da auch für dein Arbeitszimmer absetzen. Arbeitszimmer auch dann absetzbar, wenn es zwei Türen hat. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wie viele Türen das hat. Auch gute Frage, kriege ich sehr, sehr häufig. Was ist, wenn der Laptop im Oktober 2020 angeschafft worden ist? Dann kann ich das jetzt ja nicht mehr in einem Jahr abschreiben, aber bis letztes Jahr waren es ja noch 3 Jahre. Das heißt, ich habe jetzt 2020 ein Drittel abgeschrieben und 2021 ein Drittel und dann habe ich ja immer noch ein Drittel übrig. Was mache ich mit dem? Weg damit. Ab diesem Jahr könnt ihr Computer sofort abschreiben. Das heißt, wenn ihr letztes Jahr einen Computer angeschafft habt und ein Drittel abgeschrieben habt, dann könnt ihr dieses Jahr 2 Drittel abschreiben. Das heißt, ist quasi auf Null setzen. Vorschüsse zahlen. Kann man, also in Bezug auf diese Vorschüsse, die ich gesagt hatte, quasi, dass man jährlich zahlt oder quartalsweise, kann man das auch mit Softwarelizenzen machen. Also wenn ich nächstes Jahr jährlich zahle und ich dann auch und ich die auch ins Jetzt hole und absetze. Grundsätzlich ja, ich mache das sogar sehr häufig mit Softwarelizenzen, weil du kannst bei vielen Softwarelizenzen ja immer einstellen, ob du monatlich oder jährlich zahlst. Und wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel in diesem Jahr, ich habe eigentlich noch Geld auf dem Konto und würde das gerne ausgeben, weil ich das weniger versteuern würde, dann kannst du im November, Dezember nochmal hingehen und überall auf jährliche Bezahlungsweise ändern und dann wird das alles abgebucht und dann kannst du das ohne Probleme absetzen. Kann man den Investitionsabzugsbetrag trotz eingereichter EUR, die noch nicht bearbeitet wurde, wahrscheinlich noch nachreichen? Ja, kannst du. Du kannst quasi, solange der Steuerbescheid noch nicht final fertig ist, kannst du das quasi einfach noch nachholen. Das heißt, wenn du noch nicht den Steuerbescheid für letztes Jahr hast, dann kannst du das letzte Jahr einfach noch verändern. Ich weiß, die Finanzamtleute, also die Sachbearbeiter mögen das nicht so tierisch, aber du darfst, wenn du Interesse an einer guten persönlichen Beziehung mit deinem Sachbearbeiter im Finanzamt hast, rufst du kurz mal an und sagst, ach sorry, voll übersehen, es tut mir super leid und so, es passiert auch nie wieder und so weiter. Also, verstehst du? aber du kannst es machen. Du kannst, solange der Steuerbescheid noch nicht final ist und die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, kannst du das nicht machen. Neugründung. Als Rentner zahle ich kaum bzw. keine Steuern. Geht das alles, geht also alles aus dem Netto, wenn ich freiberuflich neu gründe? Auf was muss ich besonders achten? Du musst halt als Gründer, weiß ich jetzt nicht, hast du schon mal gegründet, hast du nicht gegründet und so, da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, an die du aufpassen musst. Ich kann dir den perfekten Berater, also wirklich gerne auch unverbindlich, schreib uns gerne mal. Wir haben tatsächlich jemanden aus dem Finanzamt, 74 Jahre alt. Manfred ist unser absoluter Maskottchen und herzensbester Mitarbeiter. 74 Jahre, hat sich gelangweilt, viele Jahre fürs Finanzamt gearbeitet, selbstständig gewesen und so weiter.
hat sich gedacht, irgendwie langweilig, der sitzt bei uns tatsächlich drin und macht zum Teil Gründungsberatung. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, als Rentner mal zu gründen und so weiter, ich kann dir wirklich Manfred empfehlen. Das kriegen wir auch irgendwie organisiert, ohne dass du uns jetzt groß beauftragst oder sowas, dass ihr erstmal quatscht und dann kannst du anschließend überlegen, okay, ich bleib bei Kontist oder nicht. Das heißt aber, wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall in den Link, den ich im Chat gepostet habe, einfach mal reinschreiben und ich organisiere dir was oder beziehungsweise das Team, mit dem du dann sprichst, sag mal, Melchior hat dir gesagt, du sollst mit Manfred sprechen. Das wäre das absolut. Der kann dir hundertprozentig helfen, weil es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die du jetzt beachten sollst, aber ich glaube, es ist wenig zielführend, wenn ich jetzt runterbete, worauf man beim Gründen achten muss und was vielleicht special ist bei Rentnern und so weiter, sprengt sehr den Rahmen. Beim Auto kommt noch die Frage, gelten Bußgelder, Parknöllchen als Betriebsausgabe und zahlt man sie vom Geschäftskonto? Wie kann nachgewiesen werden, dass man private oder geschäftliche Fahrt war? Leicht zu beantworten, Bußgelder leider nein. Das heißt, Bußgelder darfst du leider nicht als Geschäftsausgabe absetzen, kommt deswegen leider nicht in Frage. Deswegen stellt sich die andere Frage nicht, ob es privat oder geschäftlich war, weil Bußgelder darfst du grundsätzlich nicht absetzen. So, ein paar Fragen nochmal ganz oben. Kann ich erwarten, dass wenn ich mich auf euch entscheide, also wenn du zu uns kommst, bekomme ich auch laufende Beratung? Also, Kollege, du hast schon wieder so und so viel Umsatz, wäre gut zu überlegen. Es ist natürlich immer so ein bisschen wann, auch wie und so, aber wir haben im Jahr für bestimmte Selbstständigkeiten immer mal, ich würde mal sagen, so Auffälligkeiten, die wir sehen, so ein ganz simples Beispiel zu nennen. Diese Kleinunternehmerregelung, wenn du da jetzt dicht an der Grenze bist und es gibt Sinn, wir gehen im November zum Beispiel einmal durch und sagen, okay, wer ist dicht an den 22.000 Euro dran, das heißt, wer wäre im Folgejahr eventuell drüber oder drunter und so weiter, kann man da eventuell nochmal was gestalten. Da haben wir quasi so eine Art, ich würde mal sagen, Frühwarnsystem, die uns dann darauf aufmerksam machen, das lassen wir dann immer da durchlaufen und kontaktieren dann. Du hast aber auch jederzeit die Möglichkeit, auch in der App, wenn du das Gefühl hast, jetzt im November, ich würde mal gerne mit jemandem reden, was ich jetzt noch irgendwie machen kann und sowas, ganz individuell auf mich. Kannst du als Kunde immer machen. Nee, noch eine Frage, kann ich Kosten absetzen, bevor ich Freelancer werde, zum Beispiel Kurskosten? Auf jeden Fall. Das sind quasi, du kannst Betriebsausgaben auch dann absetzen, wenn du erwartest, in der Zukunft damit Einnahmen zu generieren. Wichtig ist, du solltest deine Selbstständigkeit schon mal gründen, aber du darfst auch Kosten absetzen, wenn du noch keine Einnahmen hast mit deiner Selbstständigkeit. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben jede Woche Dienstag ein Webinar. Es sind ja auch einige Mandanten von uns dabei. Vielleicht könnt ihr einfach mal reinschreiben, ist das Leben mit uns aushaltbar oder nicht. Wir sind aber, dieses Format ist natürlich free for everyone. Das heißt, wenn ihr den Kanal abonniert, dann könnt ihr auch hier gerne jede Woche vorbeikommen. Oder könnt ihr euch einmal die Aufzeichnung anschauen, weil wenn ihr es auf den Kanal klickt, dann seht ihr eine ganze Reihe an früheren Webinaren, die könnt ihr Wochen mit füllen, was ich schon alles in den letzten Wochen erzählt habe. Auch guter Punkt, Uwe weist nochmal darauf hin, wenn ihr Fördergelder bekommen wollt und so weiter, das heißt, wenn ihr grundsätzlich Fördergelder beantragen wollt, dann kann das teilweise sein, dass ihr die beantragen müsst, bevor ihr gegründet habt. Stimmt, hat jetzt erstmal mit steuerlichen, also mit Steuern natürlich nichts zu tun. Stimmt aber natürlich, wenn ihr Förderung beantragen wollt und so weiter, dann müsstet ihr checken, weil manche Fördergelder könnt ihr nicht mehr beantragen, wenn ihr schon gegründet habt. Und dann ist leider eine zu frühe Gründung ein Eigentor. Aber buchhalterisch, steuerrechtlich könnt ihr die Kosten alle absetzen. Ich habe eine freiberufliche Tätigkeit und dabei habe ich eine einzelunternehmerische Tätigkeit. Kann ich die beide als unternehmerische Subkonten bei Kontist managen? Als Subaccounts nicht, aber du kannst einfach zwei haben. Also du kannst einfach zwei Konten parallel haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir überlegen auch gerade, wie man das eventuell miteinander connecten kann, weil das natürlich beides auch auf den Steuersatz einzahlt und so weiter. Das sind wir gerade generell am Überlegen, aber du kannst mit dem ganzen Zeugs zu uns kommen. Du musst dich ja sowieso also es ist ein Bankding, du musst dich ja immer neu einloggen und du kannst ja mit zwei E-Mail-Adressen kannst du einfach dich anmelden. Super klasse, danke Melchior. Jürgen, freut mich sehr. Vielen Dank, Investitionsabzugsbetrag war super. Werde mich erkenntlich zeigen. MR, freut mich. Ich hoffe, dass wenigstens für jeden so ein Tipp da war, den man noch nicht gehört hat. Weil ich meine auch, ich stelle meine Frau als 450-Euro-Kraft ein oder ich übertrage eventuell Geld, was ich für meine Kinder anlege, verschenke ich meinen Kindern. Und das sind so Sachen, die sparen euch 2, 3, 4, 500 Euro pro Jahr oder mehr. Also ich habe tatsächlich mit einem Bekannten gesprochen, 4 Kinder, dem erzählen, du kannst 40.000 Euro Einkünfte quasi, können auch deine Kinder haben. Ganz viel Steuern gespart. Und ich hoffe, dass noch zumindest ein Tipp da war, dass sich das Investment von der fast 2 Stunden gelohnt haben. Ich bedanke mich bei allen, die noch bis jetzt da waren. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr so aktiv warst. Freut mich sehr, wenn jeder was mitnehmen konnte. Würde dann aber tatsächlich sagen, Harald möchte die Apple Keynote anschauen. Harald möchte gleich wissen, wie er die gesparten 1.000 Euro einsetzen kann. Das kann ich verstehen.
Deswegen wünsche ich dir, Harald, viel Spaß mit der Apple Keynote und allen anderen bei allem, was sie sonst stattdessen auch noch machen. Vielen Dank euch. Ciao, ciao.